Ich brauche ein bisschen Liebe in meinem Leben. Ein bisschen Liebe mit Dingen, die von mir, also ich brauche Liebe in meinem Leben. Und diese Liebe funktioniert unter anderem damit, dass ich Spiele spielen möchte, die mich glücklich machen. Und das funktioniert unter anderem damit, dass ich einen ARK-Server aufgesetzt habe, wo ich ein bisschen mit Freunden ARK spielen werde. Ich habe mega, mega Bock drauf. Das heißt, wir werden über die nächsten Wochen hinweg immer mal wieder ARK spielen. Ich werde auch privat ein bisschen spielen. Das heißt, hin und wieder zeige ich euch dann einfach, was ich privat gebaut habe. Wir werden ein bisschen eine neue Map erkunden, Dinos züchten und so weiter. Ich habe mega Bock. Ich glaube, das wird super cool werden. ARK Survival. Wir spielen auf Fjordur. Das ist die Map, auf der wir spielen. Dann setze ich mich mal ins Discord zum lieben Jay. Der, weiß ich gar nicht, ist der schon online? Hallo. Hast du mich geschreckt? Hallo, ich bin der Dino hinter dir. Ich versuche dich zu fressen. Ich hab grad wirklich glaubt, das ist irgendein phasmophobiamäßiger Dino. So. Okay, hi. Hallo, hat alles geklappt? Bist du drauf? Ja, ich bin drauf. Ich habe ein Haus. Ich bin schon 8-mal gestorben. Das ist so cool. Das ist so. Wir spielen. Ich bin so glücklich. Wirklich, es ist einfach, ich liebe dieses Spiel so sehr. Oh, fuck. Und ich habe so viel Zeit und wir werden das ganze Spiel erkunden. Ich bin übrigens ein alter ARK-Veteran, lieber Chat. Aber Fjordur habe ich noch nie gespielt. Also erdenken wir im Chat quasi gemeinsam neue Dinge. Ich bin vorhin irgendwo gespawnt gewesen, einfach nur, damit ihr nachjoinen könnt. Und ich muss jetzt einmal sterben, damit ich in deiner Nähe neu spawnen kann, glaube ich. Ich habe einen wunderschönen Terenzino gefunden. Ich kann nichts tun. Doch nicht jetzt, Terry, das ist viel zu früh. Ich weiß, du kennst mich. Was war das letzte Mal, was ich als erstes gemacht habe? Weibern ärgern. Sterben. Nein, ja, aber Weibern ärgern. Ja, true. Schluse, wir haben noch Platz. Wenn du und Freunde Bock haben auf, ne? Wir haben noch Platz auf dem Server. Ich sag's ja nur. Ist das der Rand der Map? Ja. Ja. Bist du da gespawnt, wo ich geschrieben habe? Nee, ich bin ja vorhin gespawnt gewesen, nur irgendwie schnell, damit ihr nachjoinen könnt. Ja. Ich ertrinke gerade absichtlich. Doch nicht. Kann es. Du auch. Wow. Also auch an meine Mods, ne? Wenn ihr Bock habt, dann wir haben noch Platz für so Mods and Friends. Ich sterb noch ganz schnell. Essen los? Dankeschön, Miss Skyhawk, für die 12 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So, ich poste euch einmal. Kommen rein und alle muten sich. Schnüff. Das lag hundertprozentig an dir. Nein, das liegt an mir. Oh, fuck, was bist du? Geh weg. Du miese Ratte. Ja, hau ab. Ich habe einen Speer. Nein, ich habe den Speer noch immer. Schleich dich. Ich hab's euch reingepostet in das Disneyland. So, wo muss ich... Du hattest mir geschrieben, wo ich starten muss, ne? Und ich weiß nicht, Aha. Wo du es geschrieben hast. Wadiland Nord. Jawohl. Ja, dann bist du nämlich bei uns. Pass auf, da gibt's Raptoren. Ah, das ist so laut. Ich habe Hans schon gewitelistet, aber ich weiß nicht, ob der Whitelist erst nach dem Server-Restart funktioniert. Es hat funktioniert. Also er meint, er kann joinen, aber er ist jetzt erstmal weg. Er muss noch das Treppenhaus putzen. Moment. Er muss das Treppenhaus... Wo wohnt er, dass er ein Treppenhaus hat? Weißt du, wer gerade in meinem Chat nach den Dings gefragt hat? Also Schluse, ja! I guess? Ja! Ja! Old Ark People Unite. Ja, wieder mehr Leute, um den Server zu dominieren, was? Wow. Also ich bin jetzt auch da gespawnt, wo ihr gesagt habt, ich stehe an dem Strand mit Dodos. Du bist an dem Wrack, das habe ich vorhin abgefarmt. Es gibt ein Haus da, ein kleines. Gott, ich weiß keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe vergessen, wie nervig fucking Dodos sind. Yep. Ich habe übrigens vor, dass ich ganz viele Dodos zähme und die immer der Pier nachtragen. Ich werde dich töten. Ich weiß, das war dieses, mach das und du fliegst. Okay, Entschuldigung. Ja, ich finde Dodos so schlimm.
Okay, wir wollen, ich möchte auf jeden Fall Ausdauer. Und dann, der Trick übrigens, Chat, bei diesem Spiel ist, du musst nicht schneller laufen als die Raubtiere. Du musst nur schneller laufen als all die anderen Leute in deinem Tribe, mit denen du an der Seite wegläufst. Das ist der Plan. Deswegen habe ich Bewegungsgeschwindigkeit schon auf 105%. Oh Gott, ich habe viel zu viele Skins. Weg damit. Das kannst du, by the way, auch in den Einstellungen ausschalten, dass du die immer ins Inventar bekommst, wenn du spawnst. Ich weiß, es muss alles weg. Es muss alles weg. Stroh und Feuerstein. Alter, das ist alles so... Ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Ich habe schon das Gefühl, dass ich gerade so nachdenken muss, bevor ich Dinge tue. Oh ja, ich auch. Ich bin vorher so gestanden, so, wie ist das nochmal gegangen mit dem Omni-Tool? Oh Gott, so weit bin ich noch gar nicht beim Omni-Tool. Oh, das ist so gut, ich liebe S+, wirklich. 200% Movement Speed, Classic Arc PvP Experience. Ist halt echt so. Aber zur damaligen Zeit, als die Flugsaurier noch auf Speed geskillt werden konnten, war das ja auch nochmal ganz anders. Das war ja anders unangenehm. Wollen wir uns den Ticeratops da spawnen? Oh, der ist schön, der ist schwarz-grün, den holen wir uns jetzt. Den machen wir jetzt. Wie machen wir? Narkosepfeil. Moment. Ich habe so Angst, dass Jay auch so jemand ist, der nur nach Optik geht bei den Viechern. Natürlich. Nein. Erinnere dich zurück. Wer hat die schönsten Weibern gehabt? Ich. Das liegt vielleicht... Sie waren 13, aber hey, sie waren schön. Sie waren fast nicht lebensfähig. Ist egal. Sie haben zwar immer wieder gesagt, töte mich. Ja, sie haben wirklich gesagt, töte mich. Optik kann man in der dritten oder vierten Mutation gehen. Ich habe noch nie eine Mutation gehabt. Ich sag's, wie es ist. Also ich bin dafür, dass wir einfach so wie so eine Siedlung bauen. Können wir gerne. Und dann hat jeder so ein bisschen so seine Ecke und dann kannst du mit deinen Dodos in deine eigene Ecke ziehen. Ich will keine Dodos, ich töte Dodos. Ich dachte, du findest diese... Oh, wir könnten einen Dodo-Töt-Counter machen, Chat. Nicht? Ich erinnere mich an Schlusses letztem Server, da gab es einen Dodo-Turm, da wurden alle Dodos reingeschmissen. Den haben wir das letzte Mal auch gehabt und haben einen Fighting-Pit gemacht. Drin. Wir haben beschleunigt fettet, weil sonst wird dann das zu lange. Wir haben keine komplette Vanilla-Richtungen. So, die andere wichtige Frage ist jetzt, also wo muss ich denn jetzt hin? Also in welche Richtung? Damit mein kleines Häuschen ist direkt am Strand. Das kannst du nicht verfehlen. Ich hab's verfehlt, ich bin nicht mehr am Strand. Naja, du musst den Strand... Keine Ahnung, wo ich bin, leider. Ich bin genau am... Warte mal, ich sag's dir, ich bin 60-10 ungefähr. Nein, 60... Ja, zwischen 60-0 und 60-10. Irgendwo warum hast du Map-Pins und ich nicht? Ich weiß nicht, wo... Nein, nicht, aber ich weiß, wo ich bin. 60-10. Das ist da drüben. Naja, wo bist denn du? Nicht da drüben. Schlecht. Also ich bin bei... Das Einzige, was ich aufgedeckt habe, war gerade 70-40. So, Chat, wir knüppeln jetzt diesen Triceratops. Ich werde auch einfach erfrieren, bevor ich bei dir bin, glaube ich. Ja, das ist mir auch schon dreimal passiert. Hallo, Triceratops. Ist die Map groß? Oh Gott, die Map ist schön. Ist die Map groß? Ich denke. Also ich glaube, viermal so groß wie Island ungefähr, was ungefähr genauso groß ist wie Ragnarök. Okay, oh, also sie ist groß. Das ist Originalgrafik. Wir haben keine Grafikmod drauf. Wir haben einiges an Mods drauf. Ich werde eine Modliste, glaube ich, auch für den Stream vorbereiten. Oh mein Gott! Ich bin gerutscht. Ich lebe noch. ja, das ist auf jeden Fall Originalgrafik. Dankeschön, Kleppi, für die 26 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön.
Wir spielen wieder Arkham Stream. Ich freue mich so. Das ist toll. Nein. Wie fast von der Grafik? Ja, geh weg von mir. Hört ihr keinen Spielesound? Ah. Da. Jetzt müsstet ihr Spielesound hören. Oh, Clappy! What the fuck? Dankeschön. Vielen Dank für die 26 verschenkten gut. Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön wegen der Subbombe. Vielen lieben Dank. Viel Spaß beim Sterben. Lass das. Das wird so cool werden. Ich habe so Bock. Das wird so viel Spaß machen. Vormittags so schön 3 Stunden streamen. Und einfach nebenbei Haus bauen. Liegt auch an der Map, dass das so anders aussieht. Der Map-Ersteller hat ganz viele Strukturen aus einem anderen Spiel importiert. Und ist das deswegen so schön? Warum gibt es diese Vögel in Ark? Die sind so nervig. Es gibt doch keinen, der diese Vögel, die die Items klauen mag. Ich weiß, welche. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, welche du meinst, ohne es wörtlich zu beschreiben. Ich habe keine Chance, bei dir lebendig anzukommen, bevor ich nicht erfriere. Ja, das geht. Du weißt ja nicht mal, wo ich bin. Ja, eh. Ich habe einen Triceratops, der gerade mein Haus ruiniert. Also gleich steht du Ratte! Kein Haus mehr zu dem Pier kann. Ich bin gestorben. Passiert öfters angeblich. Ich auch schon 2-mal wieder. Offensichtlich haben wir jetzt auch einen Rip-Counter. Großartig, Chat. Oh cool, der Schlafsack funktioniert nur einmal. Das ist ja klug. True, ich bin nicht gestorben. Also ich habe mich selbst getötet. Ich bin nicht erfroren. Demnach. Ich glaube, ich sehe dich. Du meinst, du sahst mich? Bist du gerade von einem Raptor im Wasser gekillt worden? Ja. Ah, da. Ah, hallo. Aber der ist Stufe 130, den will ich. Ja, ist blöd, ne? Was heißt hier Karma? Ich hab nichts gemacht. Nein, der Rip-Counter ist cool, den wollen wir behalten. Wenn's noch steht. So. Also du hattest mich gerade gesehen, hast du gesagt. Jupp. Am Strand. Ich bin nämlich auch gerade. Nein, ich bin gerade gespawnt woanders, weil. Oh, da ist noch so ein Tier. Wo denn? Warte. Ich komm gleich. Ich bin gleich. Oh, Kalle hat mega geiles Essen bestellt beim Griechen. Und ich habe übel Bock. Das heißt, mein ganzes Stream besteht heute daraus, so richtig entspannt zu grinden. Nebenbei mega geil Essen reinzuziehen. Dann habe ich irgendwann genug vom Stream und grinde einfach weiter. Mein Essen ist da, es hat geläutet. Tschüss. Und die Kalle bringt rein. Also, ist ein Ehrenmann. Das ist aber lieb. Das ist mega lieb. Er hat vorhin schon gesagt, dass er das Essen reinbringt. Wenn ich das wäre, hätte ich in der Mitte jetzt schon rausbissen. Nom. So. Dann haben wir hier noch eine Stream 64. Wenn mir Frosty auch noch schnell eine reinpackt, dann kann ich die Stream-IDs schnell reinsetzen. Dann können Schluse und Frosty auch reinjoinen. Ach, der Herr Frosty, da schon. Ja, der kommt auch dazu, hat er geschrieben. Es gibt vegetarisches Essen beim Griechen. Yes. Ich bestelle dort immer so eine Brokkoli-Kartoffel-Pfanne. Also nicht Pfanne, sondern so ein wenn es im Ofen gemacht wird, dann ist es eine Auflaufform. Mit so Brokkoli und Kartoffeln und Feta. Ist geil. Das ist urlecker. Ist richtig geil. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber der See ist wunderschön, also die Map sieht wunderschön aus, wenn ich das mal ganz kurz anbringe. Die Türme haben ja so ein nordisches, so eine nordische Optik. Mhm. Das ist schon richtig hübsch. Ja, du kannst auch scheinbar Runen einsammeln. Ich habe eine Rune, habe ich vorhin gefunden. Und ja, für 200 Runen gibt es 5 Level oder so. Genau, wenn du mal H drückst, hast du so ein Zeichen rechts. Oh, Essen. Da steht irgendwas für 200 Runen.
Wenn man H drückt, das ist ja schön. Du ja. hast unten rechts so ein Symbol, so ein Runensymbol. Ja, ja, das, ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, dass das ist. Ich habe Unterkühlung. Die gibt's auch kostenlos dazu. Ich habe gerade Unterkühlung, Ruhen und ich ertrinke. Das ist auch eine spannende Kombination. Kriegt man das irgendwie so im Dreierpaket? Zahle 2, nimm 3 oder? Aldi Nord. Ja, wenn du lange genug wartest, sind dann deine Knochen noch gebrochen. Geil, wer kennt das nicht? Erstmal erfrieren und ertrinken und deswegen seine Knochen brechen. Naja, es sind halt Glasknochen. Oh. Bei mir hast du noch einen Tag Zeit, braucht zum Download 1 Tag und 6 Stunden. Dann sehen wir uns morgen. Frosty, holy shit. So, ich mach mal ganz schnell die Steam-ID. Ich habe extra im Hintergrund den Browser noch offen gelassen mit dem Netrado-Server, damit ich, wenn mir noch eine Steam-ID hineingefügt wird, damit ich die direkt hinzufügen kann. Dann kann nämlich Schluse auch reinjoinen. Und dann muss ich ganz kurz pinkeln gehen und dann bin ich voll bei euch. Und also glücklich bin ich schon, aber dann noch ein bisschen glücklicher. So, ist drinnen. Ich bin eh gleich RIP, weil ich erfriere. Also Jay, ich bin da, wo ich dich vorhin gesehen habe. Bist du da gerade eigentlich wieder irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich renne gerade irgendwie den Strand entlang und versuche zu meinem Haus zu kommen. Okay, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ihr macht mich gerade unendlich glücklich. Also Chat, ich habe 2 gemutet. Ich liebe Ark so sehr und es ist Ewigkeiten her, dass ich Ark im Stream gespielt habe. Ich bin ultra happy und ich freue mich gerade mega, dass ich eines meiner All-Time-Favorite-Games mit dem Stream teilen kann und dass so viele von euch da sind, obwohl das so überhaupt gar kein populäres Spiel auf Twitch ist. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen. Ich werde nicht nur Ark spielen, versprochen. Also für alle, die sagen, boah, Ark ist gar nichts für mich, macht euch keine Sorgen, wir werden nicht nur Ark spielen. Aber ich freue mich drauf, irgendwie so 1, 2, 3 Tage in der Woche mal zumindest ein paar Stunden bei Ark reinzuschauen mit euch gemeinsam, weil ich es halt liebe. Warhammer geht trotzdem weiter, Leute. Wir spielen trotzdem ganz normal mit Maurice Warhammer weiter. Wie gesagt, ich spiele nicht nur Ark, aber ich habe mega Bock und es ist total schön, dass ich so ein Spiel, das ich so liebe, mit meinem Job verbinden kann. Geil. Dann gehe ich ganz schnell pippen. Pipi, nee, das Server ist nicht offen. Ich gehe ganz schnell Pipi machen und ich bin gleich wieder da und dann geht's weiter. Lauft nicht weg. Ich bin gestorben, während ich nicht da war. Na super. Dankeschön, Daniel, für den verschenkten Sub. Dankeschön, Dankeschön. Also, kannst du mir in etwa sagen, wo dieses Haus steht? Nein, weil ich selber nicht mehr weiß. Nein, es ist es bei 60 Breitengrad, glaube ich, heißt das. Mhm. Und 0 bis 10 Längengrad. Also so ganz links. Ah, so ganz am Rand. Wir werden das niemals finden, ey. Ich glaube ich auch nicht, weil ich jetzt auch schon dreimal wieder nicht. Ah, und jetzt ist auch noch Nacht, während ich spawne. Mhm. Das ist super. Also in der Nacht spawnen finde ich absolut großartig geil. Was mich daran erinnert, dass ich meine Rollo runterlassen muss, weil ich einfach meine Nachbarswohnung sehe. Auf dem Bildschirm. Wie fies mag ein Spiel sein, ja. Okay, das ist besser. Ich sehe immer noch fast gar nichts, aber zumindest ein bisschen was.
Wie genau mache ich das nochmal mit den Einstellungen, dass ich nicht jedes Mal mit 30 Skins spawne? Ja, das geht auf der zweiten Seite. Genau, auf der zweiten Seite. Start-Items an, aus. Ah, perfekt. Alter, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ist das ein Baum? Und es ist halt eiskalt da am Anfang. Das macht es halt irre schwierig. Wenn du deine Hütte nicht verloren hättest. Ja, tut mir leid, es war nicht beabsichtigt. Ich sehe ja gar nichts. Ja, willkommen in meinem Leben. Hast du schon eine Hütte, Niki? Wie bitte? Hast du schon eine Hütte irgendwo? Ich habe eine Strohfoundation und ein Bett draufgestellt. Okay, ich war so blöd und habe kein Bett draufgestellt. Greift mich gerade jemand an? Ich habe gerade Feuer angemacht. Sieht mich wer? Moment, ich mache auch gleich Feuer. Ich habe wen gehört. Aber ich glaube, es ist auch mein Charakter, der geschrien hat. So, ich habe jetzt auch Feuer an. Ich sehe kein... Ja, Feuer! Hallo, Bier! Wo denn? Ha! An deinem Feuer. Ich wusste Hallo. Es! Einladen zu neuer Stamm. Nimm an, bevor ich sterbe. Ich sterbe gleich. Nimm an! Ja, wo? Schnell! Wo? Nimm es an! E auf Pier gedrückt halten. Nimm es an! Einladung von Stamm Pier akzeptieren. Ja, ja. Da. Komm schon! Bevor ich RIP bin. Hast du? Ja. Geil. Sorry. Jetzt sehen wir uns. Jetzt würde ich erstmal erfrieren, weil es Nacht ist. Und. Also, ja, was ins Feuer reinstellen. Dann verbrennst du. Aber ich werde auf jeden Fall 20 Punkte in Resistenz skillen. Das macht, glaube ich, Sinn. Ich gehe uns mal kurz Fleisch organisieren, irgendwie. Ja, das macht bei mir keinen Unterschied mehr. Ich bin auf jeden Fall tot. Hallöchen, Sayaka. Das haben wir weg. Leute, ich kenne die Gamma-Cheats. Ich will die nicht. Ach so, ich kann nicht rennen, weil ich Cheats bin. Das ist nicht so. Hallo, Rick Raiden. Ich glaube, das ist eine tote Pia da vorne. Weißt du, schwebt so in der Luft, ich glaube, die ist tot. Weißt du, was richtig geil ist? Wenn ich jetzt wieder zurückkomme, also ich bin gemutet. Weißt du, was richtig geil ist? Wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu dem Feuer, sollte ich es finden, kann ich mich selbst essen. Dann habe ich Fleisch. In meiner Leiche liegt Fleisch. Also so echtes Dino-Fleisch kannst du dann auch. Ja, essen. Es ist halt in der Nacht starten, ist Pain. Ich glaube auch, dass dieses, also zusammen zu laufen, um dann erst zu bauen, wird auch nicht funktionieren. Ich habe einen Raptor gefunden. Ach, du Scheiße. Ich sehe die Schmerzen. Was ist das für ein Startort? Du kannst doch einen anderen nehmen. Also. Nee, ich hab noch super. Nicht viel. Ich hab. Ui, da ist ein Hans. Ich hab deine Hütte gefunden. Nee, das ist doch keine Hütte. Das ist, Ja, aber Hütte ist gut. Es ist keine Hütte. Es ist was anderes. Warte, ist das Pier? Pier! Hallo, bleib stehen. Einfach nur davor. Mehr will ich ja gar nicht. Geil. So, das heißt, ich mache jetzt einfach... Kannst du da dein Bett reinbauen? Weißt du, wie lange das braucht, bis wir alles für ein Bett zusammen haben? Also ja, können wir auf jeden Fall... Aber ungefähr dort ist meine Hütte. Ich sehe da nämlich gerade ein Bett.
auf der Map. Du solltest auf dem Bett ja auch einfach spawnen können. Ja, das ist mein Bett, weil Pier mich gerade in den Stamm eingeladen hat. Ach so. Now you can join. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal irgendwie so eine... Ich sehe nichts. Da, das sieht aus wie Stroh. Will jemand eine Metallspitzhacke? Wieso hast du jetzt schon eine Metallspitzhacke? Weil hier neben den Brax so Fässer und Krams rumliegen, die man kaputt haben. Ich wäre voll dafür für ein Lagerfeuer und Wärme und Dach und so über dem Kopf. Sehr langweilig. Warum willst du ein Dach über dem Kopf? Weil ich nicht Wärme. Wieder sterben will. Mein Death-Counter ist bei 20 oder so. Ich hab hier schon wieder. Niki, wo bist du? Ich war noch an dem großen Feuer. Ich hab kein Feuer. Hallo, Pia. Hallo. Wieso haben wir kein Feuer? Weil du gemeint hast, Feuer ist überflüssig. Alle gestorben sind. Und hier gespawnt sind, oder nicht? Nein, nein, nein. Was braucht man dafür? Feuerstein und Strom? Ich hab. So. Machen wir mal von vorn. Oh, wie gut. Die Sache ist, ich erfriere trotz Feuer. Ja, du musst was rundherum bauen. Das ist klar, nur mach das mal rechtzeitig, bevor du erfrierst. Ein dummer Very Best. Gibt mir nicht die Fackel ausreichend, dass ich... Nee. Der Frier? Nee, deswegen reicht dir auch das Lagerfeuer nicht. Also es ist offensichtlich zu kalt. Naja, es hat 0 Grad, gell? Mhm. Kannst du da einfach 4 Wände schnell rundherum bauen? Das wäre super mega awesome. Ich glaube nicht, dass das reicht, oder? Also mir ist es jetzt, ich verliere zumindest kein Leben mehr, wenn neben mir steht. Einfach so stehen bleiben, nicht bewegen. Okay, jetzt verliere ich wieder Leben, verdammt. Ah, okay, jetzt wieder nicht mehr. Cool. ich habe in etwa 15 HP gerade. Sieht gut aus. Also wir warten jetzt auf den Tag und dann so, suchen wir mein Haus. Gleich, und damit könnt ihr euch heilen. Dann Essen. Wie noch immer eine Spitzhacke. Wieso habe ich jetzt schon wieder... Also stehen einfach 3 nackte Leute allein im Wald. Dankeschön, Xilo, für die 20 Monate, Moppo für den Prime Sub und Schmocks für den Prime Sub. So wolltest du unbedingt und Luca für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Ja, du auf jeden Fall, aber ich find's halt fucking funny, dass wir einfach hier stehen, alle so nackt unter so einem provisorischen Strohdach und einfach nur warten, dass es hell wird. Warum gibt's hier nirgends Fasern? Wie hat das geheißen? Hinter Halle 8 auf der Gamescom war es nicht anders? Mm. Boah, boah, boah. Mm. Oh nein. Niemand möchte über Halle 8 reden. Sorry, hat sein müssen. Ich meine, er war ja gut, also... Nee, ich freue mich nicht auf Ark 2. Ich habe halt überhaupt keinen Bock auf einen halbnackten Vin Diesel. Also das ist nicht das, was ich mir unter Ark Experience vorstelle. Sand. Sand brauche ich echt nicht gerade. Ist wieder hell, oder? Nein, es ist 3 Uhr früh. Ich würde einfach mal auf den Stein klopfen, dann könnte ich mir auch selber eine Fackel machen. Okay, Pia. Wir versuchen smart zu sein und nicht unsere ganzen Punkte jetzt schon für grafische und optische Dinge auszugeben, sondern für nützliche. Seht ihr, aber Pia hat sich auch einen akzeptablen Körpercharakter gemacht. Was heißt die akzeptabel? Mein Charakter ist fucking hot.
konnte ich so jetzt nicht sagen. Hallo? Aber es gibt auch Leute, die sich ein wenig deformieren in dem Spiel. Nein, ich bin nicht deformiert. Ich bin, also ich bin der Inbegriff von sexy. Ja. Schau dir meine Bauchmuskeln an. Ja. Bauchmuskeln sind nicht sexy. Hä, wieso sind Bauchmuskeln nicht sexy? Bauchmuskeln können schon sexy sein. Ja, können, aber müssen nicht. Aber meine sind's. Hallo? Das sagst du. Ich guck mir ich beim Laufen Bauch, selbst auf den Arsch hier. Ja, das würde ich grundsätzlich auch tun, aber wir haben keine Third Person leider. Haben wir nicht? Doch, sicher, mit K müsste es rauskommen. Ich hab's nicht deaktiviert. Nee, K ist ja die Kamera. Nee. Man kann ja auch eigentlich rauszoomen mit dem Mausrad, oder nicht? Nee, du musst einmal K gedrückt haben, glaube ich. Und dann kannst du sie drehen. Und dann kannst du dir beim Laufen selbst auf den Arsch gucken, so wie ich das gerade mache. Und ich habe einen echt guten Arsch. Es werden hier Wetten ab. Na, egal. Also die aktuellen Charmotten-Models bei Ark sehen aus wie direkt aus Mordor. Ja, als würden sie die Katapulte aus Mordor ziehen, meinst du? Ich muss halt sagen, Mausrad müsste Third Person sein, also bei uns zumindest, ja, da muss ich irgendeine Einstellung noch setzen tatsächlich, weil macht er bei mir nicht. Aber, ich hätte halt super gerne die Conan Exiles Models für Ark, für die Charaktere. Conan Exiles ist cool. Ich hätte auch gerne die Conan Exiles Mods. Naja, die sind schon sehr sexuell anstößig, teilweise. Auf keinen Fall. Die sind ja auch nackt, oder? Warte, ich habe ja den Skin, dass ich nackt in Ark sein kann. Aber, du kannst doch nicht. Ich hab gelacht wegen den Mods und hab mich selbst angesabbert mit Essen. Dankeschön, Gabriel. Vielen lieben Dank für die 22 Monate. Dankeschön. So, ist es jetzt so hell genug, dass ich zu meiner Hütte kann? Ist es warm? Also. Nein, ist es nicht. Es gibt bei. God damn it! Conan Exiles, diese eine Religion, Glaubensrichtung. Diese sexy Religionsglaubenseinrichtung. Wo du so Sexiness sammeln musst. Und es gibt. Katholiken? Nein, es gibt ja, boah, ich weiß gar nicht, ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Dakota oder sowas? Der Keto, genau. Und die sind so ein bisschen so wie so Inkubus und Succubus angelehnt. Und es gibt eine Mod bei Conan Exiles. Wir werden nicht darüber debattieren oder diskutieren, woher ich das weiß. Ich weiß es einfach von einem Freund. TikTok. Bei denen kannst du theoretisch gesehen um das, was du brauchst, für diese Religion auch einfach in-game mit deinem Charakter, mit anderen Charakteren Sex haben und das dann sammeln. Was auch immer dabei für Flüssigkeiten entstehen könnten. Ja, Blut, oder? Ja, genau, das ist die Flüssigkeit, über die wir reden. Das ist diese sexy Religion. Das ist diese sexy Religion mit dieser sexy Flüssigkeit. Wir alle wissen nie genau, was ich meine. Nein, überhaupt nicht. The Priest of Sexiness. Ja, ich wollte halt so Twitch-gerecht wie möglich formulieren. Ich finde, das war gut formuliert. Für die Wissenschaft. Ja, ich habe das für die Wissenschaft rausgefunden. Ich meine, ein Freund von mir. Der hat das für die Wissenschaft rausgefunden. Mir ist noch immer kalt. Auf jeden Fall, Markel. Was ist das jetzt alles? Da kommt richtig coole nordische Musik. Genau, für ein Schulprojekt. Ich liebe meinen Chat. Ich find's toll, dass ihr mich so in Schutz nehmt. Aber ich laufe auch wie so eine. Kriegen wir zu viel Ressourcen? Ist der Ressourcenmultiplier zu hoch für euer Gefühl? Was? Nein, gar nicht. Du kannst es eh nicht tragen. Ja, deswegen. Also. Pff.
Ich frag nur, also wenn ihr sagt, euch passt. Nein, ich will tun lassen. Gut. Weiß nicht, ich war noch nicht Metallfarm. Daran sieht man es eigentlich am besten, ja. Oh, wie großartig, ich bin in einem Schneegebiet. Yeah. Weißt du, was nach kalt kommt? Brr. Arschkalt. Wie soll ich denn da jetzt meine Hütte finden? Was? Ich sterb nicht, schon du wieder. Baust eine neue. Ich will nicht, ich hab so viel schon. Haha, ha, was ist das? Ein Karma. Andrew. I was killed by Andrew. Wer ist Andrew? Ich habe ihn nicht mal gesehen, bevor. Was ist Andrew? Ich habe ihn nicht gesehen, er war groß. Er kam von hinten. Er hat 2 Büsche gebraucht. Aber wir haben jetzt Betten. Ich sehe es, bei welchem Bett seid ihr? Bei dem rechten. Andrew kam von hinten. Sexy Religion. Alter Jay. Was sind Fjordurschweine? Schweine? Schweine im Fjord. Das ist ein Fjordurschwein? Anscheinend Andrews. Ah! Das ist der Andrew! Ah! Nein, nicht schon wieder! Komm, gib mir! Ich hab hier Pinguine. Ich hab Andrew mitgebracht. Andrew wohnt jetzt vor unserem Haus. Ich sehe Andrew, ich will kein Andrew. Warum hat man nochmal Pinguine killen müssen? Was bringt das? Öl, war das nicht Öl? Organic Polymer. Ah, Polymer war's. Ja, stimmt. Aber waren das nur Pinguine oder Pinguinbabys? Da war doch irgendwas also mit einer Kettensäge. Funktioniert auch. Das war doch die Szene, wo der ganze Chat sich aufgeregt hat. Hey, du kannst doch nicht mit einer Kettensäge durch Pinguinkinder gehen. Naja, wie ihr seht, habe ich eine Kettensäge und sie geht durch Pinguinbabys. Also doch. Doch, kann ich. Okay, ein bisschen muss ich tatsächlich wirklich. Was war der Comment nochmal? Gamma. Ach, das kam. Ja, stimmt. Wie war das nochmal? Gamma 4? Ja, nee, Gamma 4 ist zu viel. Was? Gamma 2.5? Ich kann kein Gamma benutzen. Ich auch nicht. Gut. Dann müssen wir mit Dunkelheit leben. Wie geht das? Nur mit Gamma, oder? Gamma, nee, du machst quasi Gamma, Enter und dann schreibst du quasi eine Zahl dahinter. Du musst das Ding wegmachen, hab ich doch. Ach, das Ding da kannst du nicht wegmachen, das andere. Also das ist immer drinnen. Ich glaube, ich habe aber die Gamma-Einstellungen serverseitig. Da fehlt ein Haken. Ich glaube auch, du kannst nämlich nicht verändern. Aber stimmt, ja, jetzt wo du sagst, ich habe damals immer das Gamma verändert, wenn es dunkel geworden ist. Ja, so komplett verändern finde ich auch schade, weil dann brauchst du ja auch keine, gar nichts mehr so, aber so ein bisschen. So ein bisschen zumindest. Okay, ich verstehe. Jill, ich wüsste jetzt nicht, wo der Bug ist, von dem du redest. Oh ja, Gott. Oh nein. Nein. Kein Andrew diesmal. Wir brauchen. Zählt der Chat eigentlich mit? Ja, mein Chat zählt mit. Das war ein One-Hit. Das Problem ist, ich habe halt die ganze Zeit meine Kartoffel im Mund. Ja, kann man machen. Und ich habe das Gefühl, die stört meine Konzentration, die Kartoffel.
Du weißt, dass du die hin und wieder kauen und schlucken solltest? Also die muss nicht im Mund bleiben? Was? Naja, ich weiß nicht, du sagst, du hast die ganze Zeit eine Kartoffel im Mund. Ist das jetzt so New Thing bei der Jugend? Ja. Ich weiß das nicht. Ah, okay. Ich lutsche an der, bis sie sich auflöst. Hallo, Wolf. Die hat so Stärke und so Stuff drin. Die chillt da, die Kartoffel. Hm? Die chillt da. Die Kartoffel und ich, wir hängen ab. Vor allem bei der Jugend, als wäre ich die Jugend. Nein, er schon. Also im Gegensatz zu mir bist du die Jugend. Nein. Doch. Dankeschön, Daniel, wegen dem Subway. Ich bin 40. Dank. Im Gegensatz zu mir bist du Jugend. Ja, aber ich bin jetzt die auch blühende erfolgreich. Jugend. Also ich bin jung, ja, aber ich bin nicht mehr die Jugend. Ich bin Erfolg. Ich bin jetzt, also ich finde... Ach, mit Erfolg verliert man Jugend, verstehe. Nein, aber ich bin... Ah, oh, da ist ein Raptor. Ich bin ja, du bist gerade erst Mensch geworden. Ich bin... Ah! Ich glaub dir, dass du ein A bist. Du musst das nicht so betonen. Mein Gott. Ich lebe. Weil du mein A bist. Okay. Nein. Gut. Ich werde ertrinken. Aber die Dinos kriegen mich nicht. Ich muss halt Luft holen. Nein. Das ist ja Metall da links, oder? Nee, was ich sagen wollte ist, ich finde, seitdem ich ein Vierteljahrhundert alt bin, sollte ich auch als erwachsene Person wahrgenommen werden. Weißt du, was das Witzige ist? Durch das, dass ich noch so jung ausschaue, werde ich jetzt noch als 20-Jähriger wahrgenommen. Das ist großartig. Mich reden Leute, nein, es wird dann irgendwann echt nervig, wenn dir keiner glaubt, dass du irgendwie, weiß ich nicht, Erfahrung hast, Wissen hast oder sonstiges und jeder dich als der kleine Puppe. Willkommen im Leben einer Frau. Egal, wie alt du aussiehst. Ja, okay. Dieser fucking Triceratops hat wirklich mein ganzes Haus ruiniert. Niki? Ja? Wollen wir umziehen? Also... Können wir? Also, du hast mir dieses, ist das komplett egal. Du hast ja dieses Bett gebaut. Und ja. Also ich finde, ich möchte eins mit der Natur sein. Leck mich doch. Entschuldige. Ich möchte niemanden lecken. Aber ich habe für mich auf jeden Fall entschieden, dass ich jetzt mit Andrew unser Bett teile. Und Andrew braucht mehr Platz als ich. Und ich würde umziehen. Weil er hat echt gute Argumente. Und jetzt wissen wir, wer Andrew ist. Andrew ist unser Nachbar. Ich komme gleich. Ich brauche nur noch einen. Es ist ein sehr liebevoller Nachbar. Er ist sehr um unsere Gesundheit bedacht. Er patrouilliert in der Nachbarschaft und sorgt dafür, dass niemand sein Haus verlässt. Ist gut. Ah, ich habe Jays Haus gefunden. Ja, ich kann leider eh nicht bei unserem Haus bauen, weil das irgendwie ständig benutzt wird. Oh, warte mal. Ich weiß gar nicht von wem. Ah, du bist bei mir jetzt. Komisch. Du rennst gerade an mir vorbei, Niki. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wir müssen nach rechts zu ihrem Haus. Also wirklich, Jay, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit dieses Bett zu benutzen? Ich benutze gar kein Bett. Ich dachte, random. Du hast das Andrew angeboten, Pia. Nein. Das war nicht ich. Ich war das nicht. Nein. Ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen die Ressourcen, die wir abbauen, runterstellen. Also ich schlag halt zweimal gegen den Baum und kann nicht mehr laufen. Ist ein bisschen zu gut gemeint. Ja, ich weiß nicht, nachdem ich meine ersten 10 Level in Gewicht reingemacht habe, war das nicht mehr so schlimm. Ja. Das ist Metall. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es wird halt schon... Also ich habe mit 2 Schlägen 32 Metall abgebaut. Das ist vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Aber ich würde da auch... Willst du einen Grind haben, oder sehe ich das jetzt schon? Ich will schon ein bisschen Grind. Also es soll halt schon
man soll halt schon Wert darin haben, wenn man eine Ressource findet und nicht so, okay, bumm, da, wir scheißen dich mit allem zu. Finde ich halt. Passt gut. Wenn ihr mich überstimmen wollt, dann, also ich würde da auch einfach jetzt dann heute Abend nochmal im Discord fragen und würde es dann so machen, wie es die Masse möchte quasi. Und würde das dann auch akzeptieren und mich einfach nur die nächsten 3 Wochen jeden Tag darüber beschweren. Also ich finde so, man kann schon das runterdrehen, bevor du dich beschwerst. Also wenn du anfängst, dich darüber zu beschweren, werde ich mich darüber die nächsten 3 Wochen lustig machen bei dir. Ich finde, das ist die perfekte Form der Demokratie. Ich lasse es zu, aber niemand hat definiert, wie, auf welche Art und Weise ich es zulassen muss. Was ist aktuell eingestellt? Ich weiß gar nicht. Ich habe da auf die Einstellungen von Jay vertraut. Ich glaube mal 4. Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Dankeschön, Just Tobi, für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Danke. Es ist nicht zu viel. Findest du nicht? Ich weiß es nicht, ich habe kein Gefühl. Also ja, das Ding ist halt das, wenn du halt wirklich dann groß bauen willst, weil Think Big or Go Home, dann ist es nicht so viel. Think Big or Go Home. Ja, aber man hat ja dann nachher ja eh Farmviecherze. Ja, aber die machen sie auch nicht allein. Naja, schon. Wenn du die richtigen hast, schon. Dann machen die das sehr, sehr viel allein. Dann baue ich einen Zaun, setz die rein und bin AFK. Also ich habe jetzt 48 Fleisch aus einem Dodo bekommen. Ja. Das ist echt zu viel. Das ist ein normaler Wert im Dodo. Ich mein, das ist echt, also es ist wirklich zu viel. Es ist wirklich, also 48 Fleisch aus einem Dodo. Das war halt ein fetter Dodo. Nein, so fett kann der gar nicht sein. Nicht? Nee. Ich glaube, mal 2 würde echt reichen. Gibt's noch irgendeine Einstellung, die ich anpassen soll, damit ich das gleich auf einmal machen kann? Willst du dazu nicht in Server neu starten? Ja, deswegen. Weil dann würde ich alles, was uns... Ich habe aber auch damit gerechnet, dass das heute 1-2 Mal passieren wird. Weil am ersten Tag den Leuten immer Dinge auffallen, wo man sagt, das ist doof. Naja, Gamma, Third Person. Gamma wäre cool, wenn man das verändern könnte, weil es ist schon stellenweise sehr grell. Jawohl. So, dann stelle ich mich hier ganz kurz in die Ecke und suche die Einstellungen mal im Server. Und dann können wir auch probieren, ob meine Achtung, der Server startet sich gleich neu, Nachricht funktioniert. Weil ich habe da auch was eingestellt, dass der nicht innerhalb von 2 Sekunden down geht, sondern der ankündigt, bevor er sich abschaltet, damit man die Zeit hat zu landen. Weil ich dachte, dass das ganz gut wäre. Das wäre nett, ja. Also, ihr habt 180 Sekunden Zeit. Das sollte reichen. Voll gut. Da ist Andrew hin, der ist ja voll weg. Kann nicht jeder Gamma bei sich selbst einstellen. Du kannst serverseitig einstellen, ob das zugelassen wird oder nicht in der Konsole. So. Wo ist das nochmal? Folgendes. Wir haben weit weg. Neustart-Countdown, das haben wir alles, das haben wir alles. Anti-Mesh, das haben wir auch, das passt auch. Erlaubte Plattformen, ja. Mit aktuellem Safe-Game starten, ja. Warten. Fliegen in Höhlen, Hardcore, Third-Person-Ansicht aktivieren, das ist jetzt drinnen. Und wo ist diese Gamma-Einstellung? Das ist das Einzige, wo ich... Die heißt, glaube ich, PvP Gamma Enable. Also ist das bei PvP drinnen quasi? Ja, ich glaube, bei PvP ist die standardmäßig immer aus. Okay. Das ist an.
Das ist an, das passt auch alles. Jawohl, jawohl, jawohl. PvE deaktivieren. Gamma-Änderung im PvP, da ist der Haken, den haben wir auch. We did it. Und Erntemultiplikator machen wir mal auf 2.0. Ist immer noch viel. Oh, oh no! Ist das jetzt ein Oh no, weil du stirbst, oder ein Oh no, weil ich auf 2.0 gestellt habe? Er ist gestorben. So drei, Dankeschön, vier Betten Schildheld, noch dazu. Vielen lieben Dank für den Prime-Sub. Dankeschön, Dankeschön und Dankeschön. Das ist Tobi. Das ist urlieb. Danke, Pia. Ich nehme es mir zu Herzen. Seht ihr, Chat, ich werde hier total schön gemobbt. Ich werde hier einfach mal so gemütlich gemobbt. Und sie lacht. Ich liebe es, dass ich Kontrolle über die Server-Nachrichten habe. Warum sehe ich deinen Schniedelwutz? Was? Ich bin doch nicht draußen. Schniedelwutz, sagt sie. Ey, dieses ARK-Projekt wird alles, was ich in meinem Leben brauche und noch mehr. Das ist einfach schön. Ich wieder da am Anfang. Okay, ich steig da jetzt aus. Wir lassen es dann sterben. Ihr baut mir ein Bett und ich spawn bei euch. Das ist eine Idee. So, tschüss. Naja, wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt gleich erstmal Server Restart hier und dann passt das. Ich glaube, 180 Sekunden reicht wirklich. Ich habe den Server auch so eingestellt, dass er bei jedem Update, das kommt, sich automatisch neu startet und das Update zieht. Damit wir nicht so wie in der Vergangenheit das Problem haben, dass man dann irgendwie automatisch geupdatet hat, aber der ARK-Server hat das Update noch nicht und dann kommst du mit der aktuellen Version nicht mehr drauf. Ja, das, ich meine, das kann schon passieren, weil manchmal auch die Mods dann ein Problem machen. Nein. Nein. Es gibt dieses Problem nicht. Klopf auf Holz, wir werden immer auf unseren ARK-Server kommen. Er wird niemals crashen, wir werden keine Bugs haben. Und keines unserer Tiere, das wir 3 Wochen suchen, wird irgendwo verrecken. Wir müssen auch auf gar keinen Fall Pia nachdrücken, um auf den Server zu kommen. Du kannst ja auch ein, zwei Leute einfach die Rechte geben, dass sie den Server neu starten können. Hab ich schon. Ah, sehr gut. Ich hab schon vorausgeplant. Na dann. Ich habe halt bei der Map noch kein Gefühl dafür, was halt alles geht und was nicht. Aber das ist ja auch geil. Also es ist das erste Mal jetzt auf Fjordur. Und bis jetzt, finde ich, sieht sie sehr, sehr schön aus. Und ich bin super gespannt. Ich habe halt am liebsten immer auf Ragnarok gespielt. Aber ich habe mich auf Ragnarok auch echt, ja, ich habe mich satt gesehen an Ragnarok, sagen wir so. Das sieht jetzt besser aus mit den Ressourcen. I'm joining. Aber ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht noch eine andere Einstellung. Also die würde ich nicht mehr jetzt ändern, aber ich habe, glaube ich, noch eine andere Einstellung, die ich noch switchen muss. Ich habe so eine Einstellung drinnen, wegen dem hohen Farming-Level, das wir haben, das quasi das Laggen beim Farmen verhindert. Und dafür macht er so per Zufallsprinzip, was du bekommst. Das heißt, du bekommst nicht 6 verschiedene Bären gleichzeitig, wenn du E drückst, sondern der PC entscheidet sich, was du, welche Ressource du bekommst. Und je nachdem, wie häufig sie ist, ist es mehr oder weniger. Das heißt, wenn du versuchst, Fasern zu holen, bekommst du entweder Bären oder Fasern, aber nicht alles gleichzeitig. Um zu verhindern, dass der Server jedes Mal leckt, wenn man mit dem Brontosaurus Linksklick macht. Falls ihr euch daran erinnern könnt. Ja, da war was. Wusch. Habt ihr Fliegen in Höhen an? Nö. Mir? So.
Aber das war doch an, oder? Hast du das vorhin wieder abgedreht? Ich hab's nie angemacht. Fliegen in Höhlen, das hab ich, ist standardmäßig aus. Okay. Also da geht's ja auch nicht um jede, nicht um alles, was irgendwie ein bisschen aussieht wie eine Höhle, sondern da geht's ja wirklich um diese Höhlensysteme, wo du dann speziellen Loot und so weiter bekommst, weil wenn du das halt, wenn du da Fliegen anmachst, dann geht die Höhlen-Experience verloren, ne? Ja, ich weiß, ich bin da mal durch eine Höhle durchgeflogen, das ist dann relativ. Aber wir haben alles, was mit dem Bauen auf quasi Viechern zu tun hat, übel entspannt. Also auch Stacken von Foundations auf Quetzels und so weiter ist an. Oh Gott, da sind lauter Andrews am Strand. Ja. Cool, man kann jetzt Gamma einstellen. Gamma 2.5 war das, oder? Das war das Schöne. Ich weiß gar nicht mehr. Ich sehe hier nur einen nackten Niki stehen. Jetzt sie mal 2-3 Betten bei euch bauen. Das wäre... Ich mach gleich, ja. Ist die Map eigentlich eine Mod oder etwas, das offiziell ins Standard-Game eingeführt wurde? Es ist offiziell eine Mod, die aber quasi, es zählt mittlerweile als offizielle Mod-Map im Spiel drinnen, die nichts kostet. Ist wie mit Ragnarok damals, also sie ist quasi gemoddet, aber wurde als offizielle Map ins Spiel aufgenommen. Ist sehr, sehr cool und soll sehr, sehr schön sein. Also wir haben ja auch überlegt, ob wir Lost Isle oder Ragnarok spielen und haben hin und her überlegt. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir auf Ragnarok sind, weil dieses nordische Theme mich mega anspricht. Fjordur. Ich hab's akustisch nicht verstanden, weil ich gerade ein Dino töte. Du hast Ragnarok gesagt. Achso, Ragnarok habe ich gesagt, schon Fjordur. Ja, Fjordur. So. Fjordur ist das, was ich sagen wollte. Die anderen Welten zählen leider als Höhle, wie die anderen Welten zählen als Höhle. Ja, ganz ehrlich, wenn das wirklich so ist, dass all das andere, dass wenn wir clustern und dann können wir drüben. Kann ich fliegen, immer noch umstellen. Ja, dann, genau, dann ist es ein Hackerl. Die ist fast genauso groß wie Ragnarok. Ja, ja, die ist auch sehr, sehr groß. Die Map. Sehr, sehr groß. Und hat auch Unterwasserviecher, wenn ich es gesehen habe. Das Einzige, was ich noch nicht geschaut habe, ist, hat die Rock Drakes? Ja. Gut, dann bin ich glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich will diesen Brontosaurus haben. Das ist süß. Ich liebe fucking Rock Drakes. Ich bin glücklich. Das sind diese rollenden Steine, oder? Was? Was? Was sind Rock Drakes nochmal? Er hat sie gerade als rollende Steine betitelt. Sind das nicht diese rollenden Steine, die so... Meinst du Dödekurus? Nein, das ist nicht diese halbnackte Ratte mit diesem Rollsattel, mit der du durch die Gegend rennst. Nein, das ist ein Dödi. Nein, es gibt eine Ratte mit einem Rollsattel, die sich wirklich, also der Dödi ist das kleine Ding. Das coole Ding ist diese große... Nein, ich meine die Rockdrakes, sind das nicht die diese Steinmonster? Nein. Nein. Okay. Nein, Jay. Rock Drakes sind das Wunderschönste, was dieses Spiel jemals eingefügt hat. Scheiß auf Weibern. Rock Drakes. Ich werde sowas von Rock Drakes breeden. Ich will einfach nur Rock Drakes. Das ist alles, was ich will. Mein Chat flamet mich gerade. Wieso? Was ist an diesen Tieren so toll? Die sind wunderschön. Also erstens mal, die sind wunderschön. Die sehen ein bisschen aus wie so eine Mischung aus so einem Drachen. Aber in so einem asiatischen Stil, also ein bisschen so langgezogen, mit so Federn, die in unterschiedlichen Farben schimmern. Übel geil. Die können nicht fliegen, die gleiten und können einfach so Kopf über Wände hochklettern, weil die aus Aberration kommen, wo du nicht fliegen kannst. Das heißt, es sind Gleiter. Und sie können sich unsichtbar machen. Und du bist auch unsichtbar, wenn du auf ihnen drauf sitzt. Aha. Du hast keine Ahnung. Okay, das klingt schon cool irgendwie. Ja, du meinst, wir werden Rock, sehen, was Rock das Golem. Schönste Ziel ist. Ich hab mal so eine YouTube-Gegenüberstellung. Was ist das schnellste Tier in Ark?
da waren auch ein paar Dinge dabei, die echt cool ausgeschaut haben. Ja. Vielleicht ich glaube immer noch Managama sind die schnellsten. Die müssten die schnellsten sein, ja. Die sprinten so vor. Es ist schön zu sehen, dass die Bugs mit toten Schwimmtieren, die dann einen Meter über dem Wasser treiben, wenn sie tot sind, nicht gefixt wurden auf jeden Fall. Aber da hinten schwebt ein toter, ich glaube, es ist ein Delfin, könnte auch ein Hai sein, I'm not sure. Dass du den Serverfan ausgeschaltet hast, ist einer von denen einfach durch die Luft geschwommen. Ja, das ist okay, das ist arg, wie wir es lieben. Ach ja, stimmt, Manas hatten wir mal. Auf der Welt, wo ihr seid, gibt es nur Feuerdrachen. Zu den anderen muss man sich porten. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht Spoiler. Schlimm. Spoiler! Hallo! Hallo! Nicht! Du nicht sowas verraten. Also wir haben auch überlegt, ob wir clustern. Aber ich habe halt gesagt, es bringt halt nichts jetzt für den Anfang schon den Cluster anzumachen, weil wir eh erstmal genügend beschäftigt sein werden mit allem. Jetzt haben wir mal das und das ist ja auch ein paar 100 Stunden, wenn wir Bock haben, dann müssen wir nicht gleich klassen. Ja, ja, ich weiß, ich habe das schon gesehen, Robin, aber auch generell haben wir überlegt, weil, ups. Oh, voll gut, ein Tech-Raptor. Das hieß, das ist keine Mana-Gamma, Mana-Mana-Mana-Mana. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ein 168er Tech-Raptor, dankeschön. Ich rette dich. Ich hab ein Bett, danke. Alles gut. Was ist gerade mit mir passiert? Wer ist da, Andrew? Ja, ich bin wieder da. Darf ich jetzt Andrew kennenlernen? Ja, du kannst ihn gerne. Wo bist du denn? Ich glaube, ich muss mir erstmal was anziehen. Bist du da? Ja, bin schon da. Ich stell dir Andrew vor. Bitte. Wo ist er denn? Andrew! Andrew, guck mal, da will dich jemand kennenlernen. Los, nimm die Finger aus der Nase. What? Naja, soll halt nicht puppeln. Ach so. Das wäre nett. So fürs erste Mal. Fürs erste Kennenlernen. Hände waschen, nicht puppeln. Da ist er. Guckst du mal. Aha. Viel Spaß. Der Böse? Nein. Nein, der ist super lieb. Oh, ist der süß? Hi. Also sollte es vorkommen, dass er dich doch angreift, lauf am besten doch weg von der Base. Ja, bin schon. Mhm. Ja. Ach, guck an. Hallo, guck an. Ich nehme das zweite Bett. Juhu. Respawn bei Bett. Sehr gut. Der ist süß. Der wollte nur kuscheln. Der Zucker. Der wollte nur kuscheln. Der wollte nur Hallo sagen. So, Fernrohr. Was will ich noch haben? Eine Bola wollen wir auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, das zählt jetzt nicht mehr als ich laufe nackt durch die Gegend. Clustern bedeutet, dass du mehrere Server zusammenschließt und dann quasi an gewissen Punkten von Map zu Map reisen kannst. Das heißt, theoretisch gesehen in dem Spiel musst du dich nicht entscheiden, ob du auf der einen oder auf der anderen Map spielen möchtest. Du kannst die Maps zusammenschließen und kannst zwischen den Maps auch mit deinen Dinos hin und her reisen. Nein. Oder willst du umziehen? Wir können auf jeden Fall hier bleiben für die ersten Stunden. Kommt halt drauf an. Also ich weiß halt jetzt nicht, ob Holler eventuell noch dazu kommt, ob Schluse dazu kommt. Ich denke, ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir die ersten paar Stunden zumindest den Leuten eine Chance geben, dass sie in der Nähe spawnen. Wer dann morgen nicht da ist, ist selber schuld, so nach dem Motto, und muss halt hinfinden. Beziehungsweise haben wir wahrscheinlich eh Flugsaurier. So schnell? Ja, safe. Ich hol mir heute einen Peteran, oder? Du nicht? Ich kann nur bis um 7:30, weil ich dann meine D&D-Gruppe heute habe. Ja, das ist ja kein Problem. Niki, wir holen heute Peteranodons. Ich spiele heute wieder meinen Hexenmeister. Schluse schreibt also gerade, ich finde euch, egal wo ihr seid. Ich habe dich unterbrochen, sorry, Niki. Alles, also.
weiter sagen, ich bin schon am überlegen, ob ich mir jetzt anfange, eine Boda zu craften mit den Petrano, den der uns über unsere Base. Du brauchst einen 38er. Den auch gesehen. Du brauchst Level 38 für den Sattel. Ja, aber 38, das kriegt man ja in einer halben Stunde hin. Ja. Die Frage ist, bauen wir hier... Oh, ist das der Weltenbaum über uns? Natürlich. Oh mein Gott! Den hast du jetzt erst gesehen? Ich habe gar nicht in den Himmel geguckt. Der schaut schon geil aus. Ja, ich hatte so ein bisschen Elden Ring-Vibes, als ich gespawnt bin. Besonders wenn das Gamma oben ist, dann ist er auch gelb. Das ist ja übel cool. Ja, ich liebe diese Map jetzt schon. Also mit diesen ganzen nordischen, je nachdem wie viele nordische Anspielungen das Ganze hat. Ey, aber ganz ehrlich, also von der Aussicht her kommt die Map für mich von dem Vibe, den ich gerade habe, an Aberration ran. Ich fand Ragnarok immer cool, aber ich fand Ragnarok nie so schön wie Aberration. Und wenn ich hier so stehe und so gucke und dann schaust du da so ins Schneegebiet mit diesem orangefarbenen Wald, also schön ist sie jetzt schon und ich habe basically noch nichts gesehen. Also ist schon krass, schon sehr, sehr krass. Ich weiß gerade überhaupt nicht. Wir haben irgendwann eine Map gespielt, das war Crystal Isle, habe ich gespielt und die kann ich mir noch gut erinnern, aber was war die andere? Ist zu klein. Evolution oder Extinction? Extinction waren wir noch. Kann mich nicht. Extinction war die zweite, ne? Ach, die Dinger kann man so ab. Oh mein Gott! Habe ich dir das nicht vorhin gesagt? Die Kisten! Ich habe eine Metallaxt. Ja, ich bin jetzt krass. Also, wenn du noch eine Metallspitzhacke willst, die liegt in dem Schrank. Ich habe eine Metallspitzhacke. So, jetzt haben wir das. Ach, bist du der Mod-Mensch? Nekatus? War Crystal Isle nicht die... Crystal Isle ist doch nicht größer als Ragnarok, oder? Oder verwechsel ich die gerade? Nein, die ist viel kleiner. Die ist viel kleiner. Crystal Isle ist auch groß, aber sie ist nicht so groß wie Ragnarok. Wir haben den Modder von Fjordur in meinem Stream. Nein. Doch, offensichtlich. Das ist ja anders krass. Deutsch oder Englisch? Was spricht er? Er spricht Deutsch. Wirklich? Wenn ich hier gerade nicht getrickt werde. Wenn ich getrickt werde, dann... Alter, Daniel war schneller als ich. Dann böse. Dann pfui. Aber das ist ja übel krass. Pia, zwei Stunden später gemerkt, Mann, ich bin aufgeregt. Ark ist eines meiner All-Time-Favorite-Games. Das ist auch mein meistgespieltes Spiel auf Steam. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich das gerade wieder... Ich habe das sogar mehr gespielt als Crusader Kings 3. Ich bin einfach nur happy, dass wir das jetzt wieder im Stream haben. Fjordo und Valguero sind von mir. The fuck? Valguero ist gerade ein Name genannt worden von geile ihm, weil man ihn... Sag mal den Namen von ihm. Nekatus. Bei Twitch. Bei mir steht, das ist sein Name, wenn er das ist. Ja. Dann scheinbar wirklich echt. Ja, ja, ja. Aber also Kein, ganz ehrlich... für die Map-Shots saugeiler. Valguero habe ich auch richtig Spaß gehabt. Valguero fand ich auch richtig, richtig schön. Die war auch richtig cool. Valguero ist auch die gewesen mit den geileren Raptoren, ne? Mit den haarigen Raptoren, mit denen du die Wände so hochspringen kannst, die sich so reinhängen. Das war auch richtig geil. Genau, der Dino. Ja, die Namen haben wir bald wieder drin. Das wird ein bisschen brauchen. Okay, die andere Frage ist, ich laufe gerade einfach nur den Strand rauf und runter und rede mit meinem Chat. Wollen wir vielleicht stattdessen uns einen Ort suchen, wo wir die Anfangsbase jetzt dann bauen? Weil ich möchte sie... Also ich habe nichts dagegen, wenn wir hier in der Gegend bleiben. Aber wir sind mir für meinen Geschmack ein bisschen zu nah an Andrew. Ist gut. Ich ziehe mir nur was an, weil sonst überlebe ich das dann. Dankeschön, Gerhard, für die 20 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wie viele Stunden braucht man für so eine Map zum Modden? Das würde mich voll interessieren. So, boah, das ist sicher ein großes Projekt, ey. Holy shit. Ja, das sicher, aber... Das ist sicher gigantisch. Hier ist kaum 3,5 Jahre hat Nekatus an Fjordur gearbeitet. Okay. Was ist denn das... Also mich würden es zwar Arbeitsstunden so geschätzt.
3,5 Jahre, schätz mal. 3,5 Jahre, ja, das können 5 Stunden sein, das können 5,5 Stunden sein. Vielen lieben Dank für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ist das dein Main-Job? Also ist so 3,5 Jahre in der Freizeit oder 3,5 Jahre hauptberuflich? Ja, wenn es das, wie willst du Kohle kriegen dafür? Naja, es ist eine offizielle Modmap von Ark. Ja, ich hoffe schon, dass man dafür dann irgendwann mal Geld sieht. Glaub schon, dass, also ich hoffe einfach mal. Also besonders, wenn das dann eine offizielle Map wird, hoffe ich schon, dass sie gesagt haben, so hey, hier hast du mal einen 5-6. Also wenn nicht, gehe ich arg auf die Barrikaden. Teils, circa 2 Jahre davon habe ich das hauptberuflich gemacht. Ich arbeite an sich bei G-Portal. Ah, I see. Okay. Ja, ich bin bei einer Konkurrenz gerade. Sorry. Psst, was sagt man nicht? Psst. Ja, also du wirst gesponsert. Haben wir hier Fleisch? Ja, ganz viel. Irgendeinem der Feuer. Hab ich, danke. Tatsächlich bin ich einfach, ich bin, was das angeht, so ein klassischer Bauer. Ich habe meinen ersten Server, den ich jemals aufgesetzt habe, war mit Nitrado. Und deswegen bin ich dann irgendwie bei Nitrado geblieben. Weil wenn du es einmal mit was gemacht hast, dann willst du, also ich bin so, dann funktioniert, also never change a running system, so nach dem Motto. Das ist so ein bisschen der, ach, uns fehlt Holzi für das Feuer. Ja, dann würde ich warten, bis es hell wird. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns einen Ort, wo wir unsere erste Base hinbauen. Jupp. Und ich muss auf jeden Fall nochmal umstellen, dass ich nicht mit lauter Items spawne. Was ist denn das? Item, nein. Loot anzeigen, besprechen, Benommenheit. Hä, wo ist denn das? Zweite Seite in der Mitte. Bin ich? Ah, Stadtgegenstände, so heißt das. Jawohl. Was weißt du alles über die Map? Noch gar nichts. Wir schauen jetzt mit dem Chat gemeinsam rein und finden sie raus. Dankeschön, Kleppi, für den verschenkten Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Was ist das? Kann ich mit einer Steinspitzhacke auch geilen Stuff abbauen, so wie Onyx oder so? Nicht bei den Steinsachen hier. Also da geht's um die Ressource, nicht um das, was du in der Hand hast, zu abbauen. Ja, okay, weil das ist ein schwarzer Stein. Und ich krieg nur Stein und Feuerstein raus. Das ist Rede du erst. Nee, fang gern an. Dankeschön. Du kannst dir auch die Metallspitzhacke aus dem Schrank nehmen. Monate. Ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Aber wir haben Das Problem, Frosty, soweit ich mit den Managama-Dingern mitbekommen habe, ist, dass die super krass buggen. Weil die ja so krass hin und her springen. Und die machen wohl. Also, das habe ich jetzt von einigen Mod-Seiten schon gehört. Die Wild-KI-Bug des Todes, weil die halt sich nicht normal bewegen, sondern so vor sich hin glitschen. Ja, hallo, was ist denn mit dir los? Du lustiger Triceratops. Aber wir können dir gerne ein Cluster reinbauen für Extinction, dann kannst du sie dir von Extinction holen. Die seit Juli drin sind, Schluse. Alle Mods, die mit drin sind in der Modliste, sind drauf. So, wer von euch hat schon Alk Breeding runtergeladen? War doch deine Aufgabe. Ich hab das nie deinstalliert. Gut, es war noch keine Aufgabe. Die Frage ist, machen wir das wieder so wie in der Vergangenheit, dass wir den Fokus fürs Breeden für unterschiedliche Rassen einfach in die Hand von immer so einer oder zwei Personen geben? Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie immer ganz cool war. Also das heißt ja nicht, dass du nichts machen darfst damit so, aber dass du halt so diesen Hauptverantwortlichen für die unterschiedlichen Projekte hast, damit wir die Bosse irgendwann legen. Weil aus eigener Erfahrung, wenn 10 Leute spielen und jeder macht seine eigene T-Rex-Zuchtlinie, dann haben wir in einem Jahr die Bosse immer noch nicht. Das ist halt...
Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Betäubungspfeil, eine Werkbank und eine Refining Forge. Also wir können dann schon recht gut easy Sachen stellen. Ich habe, glaube ich, die ganzen Arc-Mods noch drauf. Shadowmane kenne ich noch gar nicht. Wen kennst du nicht? Shadowmane, die Viecher. Die Backseat-Regeln sind recht entspannt, Makel. Es gibt wenig, womit man mich backseaten kann. Das ist zwei, ist das, glaube ich. Das heißt, du hast den Herrn da gerade, oder die Person bei dir sitzen, die Andrew erschaffen hat? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass... Naja, das heißt theoretischerweise, für Andrew ist das Gott. Ach so, du meinst, weil er hier auf seiner... Ach du heilige Scheiße. Ich möchte... Oh mein Gott. Andrew, magst du mal mit Gott reden? Ja, ist ja. Das irgendwie so jetzt wie Finding Jesus? Nee, Katos, die gehen nicht davon aus, dass du diese Tiere erschaffen hast. Es geht darum, dass du die ganze Welt erschaffen hast in der, und diese Tiere da reingesetzt hast. Ergo, naja. Du bist quasi für alle Gott. Lebewesen auf dieser Map jetzt Gott. Ja. Können nicht viele bei dir im Chat behaupten. Also. Wir müssen einen Nekatus-Schrein bauen. Das ist jetzt deine Möglichkeit zu beschreiben, was man dir opfern muss an deinem Schrein. Sag was Sinnvolles. Bist du ein gütiger Gott? Bist du ein böser Gott? Ja, die Sache ist, wir müssten ja mehr als einen Gott hier eigentlich haben. Das ist eine nordische Map. Ja, reicht ja. Du hast den Server aufgesetzt, somit bist du zweiter Gott. Also wenn ich als Streamerin bis jetzt noch keinen Gottkomplex hatte, Jay sorgt dafür, dass ich ihn heute noch kriege. Mhm. Immer zu Diensten. Oje, das ist sehr philosophisch. Er hat gerade geschrieben, ihr spielt auf der Map, ihr opfert mir eure Zeit, das ist dann genug. No. Sehr wholesome. Das ist lieb. Sehr, sehr wholesome. Ich habe sehr viel Metall. So Altmetall. Ja, wir bauen dann das nächste gleich die Refining Forges. Was brauchten die? Wild Kaljo Count Nekatus als Hauptgötter. Ja, ich bin ein großer Fan von dem Game, aber ich bin nicht so ein großer Fan von Wildcard. Eieiei. Ich nehme ihnen das immer noch übel, dass sie Ark 2 zu einem fucking nackten Vin Diesel-Simulator gemacht haben. Na, gibt's da irgendwelche Infos dazu? Ich meine, ich kenne nur diesen einen kurzen kleinen Trailer, oder? Ja, es soll halt wohl irgendwie auch einen Story-Modus und so bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, welcher Ark-Spieler will denn wirklich einen Story-Modus? So, ich spiele Ark nicht wegen der Story. Ich spiele Ark, weil es ein mega geiles Survival-Game mit fucking Urzeitviechern ist. Ich will eine geile, bugfreie Map, die optisch angepasst... Also, meinetwegen nach hätten wir nicht mal ein Ark 2 gebraucht. Sie hätten einfach nur... Also, man sieht ja theoretisch gesehen an dieser Map, was in dieser Engine möglich ist. Und man sieht ja an Conan Access und so weiter, was noch mehr möglich wäre. Ich wäre ja schon glücklich gewesen über einen Patch, der... die Ark-Models auf das Level von Conan Exiles hebt, dann hätten sie schon wieder 5 Euro mehr von mir verlangen können. Hast du eigentlich den Render-Trailer auf der Gamescom für Dune gesehen?
das neue Spiel von Funcom? Nee, noch nicht. Oh, der schaut so gut aus. Die Lore, also, die Lore ist geil, aber ist kein Story-Game, also... Sorry, ja. Wenn du Dune kennst, den Film, den aktuellen, da kommt ein Spiel von Funcom raus, von den Conan-Machern. Oh. Ja, das wird so gut, glaube ich. Also Potenzial cool. Natürlich, die Story hammermäßig von Dune und dann ein Survival-MMO. Könnte schon gut sein. Also wenn die Story optional ist und wir ein ganz normales Survival-Game bei Ark mit reinbekommen, bin ich happy. Dann werde ich mich niemals beschweren. So, dann ist alles okay. Aber bis jetzt habe ich halt in erster Linie super viel, guck mal wie ein Diesel. Und ich habe bei sowas halt immer so ein bisschen die Befürchtung, so einen Schauspieler in so ein Spiel zu holen, ist halt schweineteuer. Und ich frage mich an der Stelle, wo halt das Geld dann vielleicht fehlt. Oder wo man es hätte sinnvoller nutzen können, statt einen Vin Diesel zu bezahlen. You see? Kann man mit einer Taste den Stapel halbieren? War das nicht mit Shift oder so? Na, ich habe jetzt alle Varianten schon durch. Ich schaff's nicht. Doch, mit Shift gedrückt halten und dann rüber. Also du drückst den Stack an, drückst Shift, also hältst das gedrückt und ziehst den Stack daneben. Wieso geht das nicht aus dem Lagerfeuer? Doch geht. Dankeschön, bin zu blöd. Alles gut. Ich habe mal gelesen, dass Vin Diesel das selbst einiges finanziert, weil er selbst ein riesiger Ark-Fan sein soll. Also wenn das stimmt, dann habe ich mich niemals beschwert. Wenn Vin Diesel Teil von Ark geworden ist, weil er selber ein riesiger Ark... Also ich habe ja nichts gegen Vin Diesel per se. So, aber wenn das stimmt und wenn uns das nicht Production-Geld kostet, sondern es mit reinbringt, habe ich mich niemals beschwert. Dann werdet ihr von mir nichts als Liebe zu diesem Spiel hören. Vin Diesel spielt selbst Ark und hat sich Wildcard angeschlossen. Alter. In was für einer Welt leben wir? Ja, aber es gibt ja wohl viele Stars, die Computerspiele spielen. Ja, das ist nicht das, also das ist nicht das, was mich irritiert, sondern die Idee, dass einfach ein Schauspieler, weil er zu viel Geld hat, sagt, das ist ja so, wie ich auf Twitter gepostet habe, wenn ich genug Geld hätte, würde ich eine Firma gründen, um einfach ein Dino-Spiel rauszubringen. Und das ist so diese Person, die hat zu viel Geld und schließt sich eine Firma. Also das ist einfach krass. Das ist schon geil. Nicht da nicht alles reinlegen. Warum ist es eigentlich schon wieder Nacht? Es ist noch Nacht. Ah! Das ist die Schadenszahl. Ui! Bleib mal weg. Tschüss. Ich hab gerade getrunken. Ich habe gerade getrunken. Kriegt ihr ist den es noch weg? In den Mund gegangen oder ist? Ja, aber ich habe zu spät reagiert. Mein Charakter hat sich gerade angemacht, deswegen geht er nicht. Ich hätte mich auch angekackt aus Angst. Dafür bekommt Vin Diesel immer God Mode. Und die Sache ist, ich habe halt also. Oh Gott. Ist der Johnny jetzt da weg? Okay, das ist zu viel. Holy shit. Das ist besser. Ich muss halt ganz kurz gucken. Irgendwo hier ist halt mein... Ach so, ja stimmt, da war ja was. Ich könnte ja Gamma 5 machen. Wo finde ich denn meine Tasche? Das ist noch eine Einstellung, die wir machen könnten. Loot Beacons. Hier ist deine Tasche. Wo ist hier? Na, wo ich bin. Siehst du mein Model? Ah! Ja, da brauchen wir dringend noch eine Einstellung, weil sonst wird das, glaube ich, eher unangenehm. Was für eine Einstellung? Loot Beacons. Dass man seine. Dass das so leuchtet, wo die Leiche ist. Mit welcher Einstellung kriege ich meine Leiste unten? Ah. Nee. Ich habe irgendwie meine Leiste abgeschalten, dass man die nicht mehr durchgehend sieht.
Backspace. Nicht das ja. Also. Löschen-Taste. Ah, perfekt. Heilige Scheiße, ey. Hau rein, Vergifter, auf jeden Fall. Post gern rein. So, es wird gleich hell genug, damit wir los können, ne? Damit wir uns was anschauen können dann. Vin Diesel und Gaming, passt das zusammen? Ja, sehr gut sogar. Wer meint, Vin Diesel wäre der Gaming-Branche komplett fremd, irrt sich nämlich. So ist der The Fast and Furious da. Stimmt. Die meisten kennen den ja aus The Fast and Furious. Ich lebe den wegen den Riddick-Filmen. Fast and Furious. Ja, die Riddick. Ja, ich wollte gerade sagen, die Riddick-Filme sind so viel besser. Ja. Hallo Psychonauts. Selbst in seiner Freizeit Gamer und hat nach einigen Aussagen über 1000 Stunden in Ark verbracht. Daher will er nach einigem Austausch mit den Entwicklern über die Jahre selbst Hand anlegen. Jedoch nicht etwa als Entwickler oder Programmierer, sondern als Executive Producer. LOL. Executive Producer ist Ausführenderprozent, das heißt Geldgeber und er sagt, was Sache ist, oder? Ja. Ja, ich bin gespannt. Naja, dann. Ich nehme meine Kritik zurück erstmal und lasse mich überraschen und bin gespannt, was uns erwartet. Gut. mein Charakter hat erstmal gekackt. Gut, ich würde jetzt echt, also wollen wir? Los! Ja, ja, wir, wo gehen wir denn hin? Ja, irgendwo, wo wir nicht mit Raptoren direkt an der Küste stehen. Willst du Strand ein, also einwärts, die Insel rein oder willst du am Strand bleiben? Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, rein ans Festland, da drinnen sind wahrscheinlich schlimmere Tiere als. Aber es gibt halt mehr Holz, es gibt mehr Stuff, also sicher besser auch da drin. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Also Raptoren sind ja vom Spawn her auf den anderen Maps meistens auch landinnen recht viel gewesen, ne? Ich will das nicht entscheiden. Hast du eine Präferenz, Niki? Ja, keine Ahnung von der Map, deswegen. Ja, dann geh mal rein. Oder? Dann gehen wir rein. Mir ist kalt. Ist euch auch kalt? Ah, ich habe meine Sachen nicht an. Das hätte mir natürlich was geholfen, wenn ich die Sachen angezogen hätte, die ich mit habe. Schluse kann spawnen. Feel free übrigens ins Voice zu kommen, wenn du das denn möchtest. Auf dem Weg. Hallo! Hallo! So, alle müssen sich mal die Ohren zuhalten, die keinen Hörsturz haben wollen. Hallo, Schluse! Hallo, Niki! Die haben sich länger nicht mehr gehört. Tut uns leid. Boah, schau, wie schön. Können wir da bauen? Das ist der Classic, so 3 Meter gelaufen. Können wir hier bauen? Können wir hier bauen? Na, wirklich? Schau dir das an, wie schön. Es ist wunderschön. Oh, es ist wundertoll, aber Stimmen wieder in meinem Kopf zu hören. Nein, da ist ein Andrew. Da ist ein Andrew. Da sind mehrere Andrews. Das ist ein ganzer Andrew-Horde-Zoo-Dingsbums. Wen hörst du nicht nur in deinem Kopf, Schluse? Was habe ich nur? Ich sag, es ist sehr schön, euch wieder direkt in meinem Kopf zu hören. Hat da gerade wer in-game geschrien? Ich weiß nicht, ihr fightet. Nein, da war gerade so ein richtiger, so ein Tarzan-Schrei. Das hoffe ich einmal nicht. Bin ich verrückt? Das sind Wölfe! Hast du ja, gerade Wolfsgeheule mit Tarzan? Das klingt wie Tarzan! Ja, wo bist du? Auf einem Berg. Also, hier, da. Hier. Wo seid ihr? Ja, da drüben. An dem Teich.
da drüben? Wo ist da drüben? Also ich bin an irgendeinem Teich und Jay glaube ich auch. Ja. Ich komme. Die Leute spielen bei uns mit, weißt du das? 7, 8 jetzt mal für den Anfang, oder? Ach, da bist du, Pia. Ich komme. Und dann noch mehr. Hallo, Duri. Also, zugesagt haben die drei Leute, die gerade hier sind, also Schluse, Niki und Jay. Ah, da ist irgendwas im Stein. Ah, okay. Holla, Beatrice, Hans, Jan, das ist noch ein Freund von Holla, der noch mit der dabei letzte ist. Immer schon dabei war. Genau, Frosty hat jetzt, glaube ich, auch zugesagt. Ich überlege gerade. So, die Frage ist jetzt, wohin? Kann es, der ist jetzt Student und hat Zeit. Ich weiß nicht, wohin. Also ich weiß auch nicht, wo Schluse jetzt ist. Ich renne hat man keinen Cursor auf der Map? Also wenn ich die Map aufmache, sehe ich nicht, wo ich stehe? Nee. Bödi. Hallo Bödi. Ich finde euch trotzdem. Aber ich glaube, ich sterbe nochmal. Das klingt doch nicht wie ein... Okay, Leute, ich glaube nicht, dass wir hier bauen können. Hier ist alles voll mit Raubtieren. Ja, da ist auch ein Raptor. 3, 4 viele. Okay. Weißt du was? Ich finde, der Strand ist eigentlich super schön. Ah. Wir können da schon. Müssen wir einen Zaun bauen. Wir werden nicht zum Zaun bauen kommen. Andrews meinst du, oder? Nicht Andys. Das Ding ist halt, was halt hier gut ist, ist, dass du Holz in der Nähe hast. Also, oder Stein oder so. Oh, ich habe mein Base gefunden. Eine mit Bett oder eine ohne Bett? Das ist eine Strohbase, ohne Bett und mit einem Pyromastax. Ich renne weiter. Was ist ein Pyromastax? Diese Klauviecher. Ja, was ist, wenn wir hier uns auf diesen Absatz hier erstmal draufpacken? Damit sind wir nicht ganz am Strand, aber nah genug. Wir haben Holz daneben. Ich meine, das ist ja nicht die finale Base. Das ist ja nur, damit wir einen Treffpunkt haben, bis alle da sind und wo wir ein bisschen hochleveln können. Du bist so ein böses Tier. Ja. Ich würde das jetzt einfach mal als Ja werten, weil ich nicht glaube, dass ich das böse Tier bin. Bin ich das böse Tier? Niemals. Was hast du gesagt? Ich bin gerade von einem Raptor davon gelaufen. Ich habe die Maps übrigens schon durchgespielt und wollte einmal fragen, wenn Fragen gestellt werden, also innerhalb dieser Crew zu der Map, auf die ich eine Antwort weiß, darf ich sie dann geben oder ist das zu viel Spoiler? Das kann ich nicht für alle beantworten, aber ich möchte sehr viel auch noch selber rausfinden. Deswegen, ja. Ich würde im Zweifelfall davon ausgehen, dass es eine Selbstfrage ist, die ich an mich selbst stelle. Und im Zweifelfall, wenn ich es wirklich wissen möchte, würde ich sagen, Schluse, mein Lexikon. Dann die hat die Map schon durchgespielt. Ja, das ist ja frech. Ja, habe ich auch ein paar bei mir im Chat, die das machen. Das ist ja frech. Ich würde gerne wissen, wo meine Leiche gelegen ist. Also einen Leichenstrahl haben wir jetzt. Haben wir gerade noch nicht. Aber der, da wo du jetzt gerade bist, Pia, da können wir ja schön bauen. Das ist auch gar nicht das, was ich vorhin dreimal gefragt habe. Ich habe ja gesagt, ich hab mit einem Raptor gekuschelt, ich habe dir nicht zugehört. Das war die Überlegung, zu sagen, wir setzen uns da quasi hin. Ich baue da jetzt auch einfach eine erste Foundation hin, so als Akt quasi, als provokanter Akt des Hallo, hier bauen wir. Können wir irgendwann einmal uns darauf einigen, dass vielleicht alle Dinos über 100 vielleicht die erste Stunde nicht herkommen sollen? Ich würde es ihnen ausrichten, aber ich glaube, denen ist das egal. Ich will mal ganz kurz auf K. Jawohl. Ihr braucht Luftaufklärung, auf jeden Fall. Mhm. Luftaufklärung wäre der Shit. Alter, wie in alten Zeiten, wir spielen wieder Ark zusammen. Ich bin gerade so glücklich. Es ist unfassbar.
Es ist großartig. Okay, ich würde dieses Metall jetzt aufgeben. Und hallo, Jay. Hallo. True, als Ersatz kommen dann die Alphas. Du schaffst es bald. Oh nein, da ist ein Andrew hinter uns. Kennt ihr diese Melodie? Ich brauche diese Baywatch-Musik. Rennen, in Baywatch rennen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich brauche diese Baywatch-Musik. Wow. Laufgeschwindigkeit verdoppelt. Auf welchem Stein baut ihr jetzt? Wir machen jetzt Stroh oder Holz? Was machen wir? Ja, Holz auf jeden Fall, aber ich kann Holz noch nicht. Deswegen baue ich Stroh, damit ich Holz lernen kann. Okay. Also wenn ich durch den großen Bogen laufe, wo muss ich dann hin? Welcher große Bogen? Ach so. Der rechts. Okay. Rechts, dann einfach den Stein rauf und dann siehst du Pia schon. Warum liegt hier Stroh? Dankeschön, Andrella. Vielen lieben Dank für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Wo war jetzt der Rapp und wo bin ich gestorben? Ich hätte gerne einen Metallspitzhacke wieder. So, und jetzt möchte ich hier die S-Wood Foundation haben. Genau die brauchen wir. Und dann können wir jetzt mit Holz arbeiten. Finde ich doch niemals. Weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen nicht mit Stroh bauen. Stroh ist Crap. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich... Die Agro-Range von den Dinos ist schon ziemlich hoch, oder? Das kommt mega stark auf den Dino drauf an. Die haben unterschiedliche Agro-Range. Je höher das Level, desto höher die Range, oder? Nee, rasseabhängig. Achso. Und auch von deinem Tarnwert quasi abhängig. Also, was du so rumläufst. Ja, ich habe ein Jurassic Park T-Shirt an. Es ist so passend. Alles ist passend für den heutigen Tag. Ich habe ein Schaf gefunden. Ein Obis. Wofür braucht man den nochmal zum Zähmen? Für dieses Lammfleisch quasi. Rohes Lammfleisch ist der geilste Scheiß zum Tamen von Fleischfressern. Ja, cool. Haben wir gleich ums Eck da. Geil. So, und jetzt nehmen wir den höchsten Punkt. Dann ist das ein bisschen gestorben, oder? Leichter. Geil. Hallo Wuppi. Rasse und Laune von der Laune der Dinos. Ich bin so glücklich. Ich weiß, es ist total stupid, aber ich bin so glücklich, dass wir einfach wieder Ark spielen im Stream. Ich hab so Bock. Ich bin so glücklich wegen so einem Drecksspiel, dass ich eh die ganze Zeit hätte spielen können, aber es hat sich halt nie ergeben und ich bin voll happy, dass es sich jetzt wieder ergibt und dass ich Zeit habe und dass coole Leute Zeit haben und ich hab übel Bock. Voll aufgeregt. Was ist dein Lieblingsdino? Generell wirklich Dinosaurier oder Lieblingskreatur in dem Spiel? Weil dann wären es wahrscheinlich Rock Drakes. So, Resistenz haben wir jetzt ein bisschen hochgeskillt. Das heißt, ich sollte nicht mehr instant frieren. Das sollte ganz gut sein. Warum sind hier Andrews? Mit Freunden macht eben ein Surfgame mehr Spaß, ja. So, dann ein bisschen Gewicht hoch, damit das auch besser geht beim Craften. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Ich muss auch ganz kurz trinken gehen, sonst wird das nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Metall hier. Überall. Sonst Spinosaurier mag ich auch sehr, sehr gerne. Altmetall oder Metall? Metall zum Abbauen. Ach, geil. Und was Gelbes? What the fuck?
Bitte fass nicht dein eigenes Pipi an. Nein, aber es sieht aus wie ein Zitronenkuchen. Was ist das? Was Gelbes? Ein Werkzeug. Das schaut aus wie Honigwaben. Könnte das Torf sein? Also so aus, wie heißt das, Harz sein? Nein, das ist wirklich Honigwaben. Ach, lustig. Ui, nimm das. Ja, super. Ich hab nichts mit. Ich merk's mir einfach, wo es ist. Besser Torf als Turf, true. Holler schreibt, ich hab so Bock, aber ich will jetzt nicht für eine Stunde anfangen. Das wäre actually super smart, das zu machen. Weil du dann schon mal quasi in die reinjoinen kannst. In unseren Tribe. Den Account machen und so weiter. Einen Charakter machen und so. Und ich spiele heute auch sicher noch länger. Also ich werde nicht alles mehr streamen heute komplett. Und dann irgendwann aufgehen, weil ich genug Kamera dann für mich habe für heute. Aber ich werde trotzdem noch ein bisschen spielen. Das heißt, da kannst du dann auch trotzdem noch dazu kommen. Theoretisch. Also fang damit an, Ola. Ich glaube, bin ich so. Bin ich? Hä? Ich habe euch voll verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Durch den Torbogen und dann rechts. Da ist ein Affe. Der tut zumindest normalerweise nichts. Ich muss dich jetzt da killen, weil ich Essen brauche. Ich hab Holler überzeugt. Ja! Feuerstein und Stroh brauche ich. S Plus ist eine Mod. Da zahlst du. Also S Plus ist einfach nur eine Variante von was anderem. Das heißt, wenn du halt hier guckst, so. Die Dinger kosten unter Anführungszeichen. Null, weil das da oben alles nur Optik ist, beziehungsweise eine Mod. Und hier hast du von den gleichen Sachen immer die S-Plus-Version und die normale Version. Also du hast quasi, hier ist die normale Wand und das ist die Bären Wand in S-Plus. Das heißt, ich muss die Holzwand bezahlen, aber das S-Plus nicht mehr. Naja, du kannst es dir massenweise reindrücken, wenn du kein Fleisch hast. Theoretisch. Haben wir eigentlich Friendly Fire an? Wir haben PvP an, also du kannst. Ob wir es im Tribe anhaben, weiß ich gerade nicht auswendig. Ich würde es einfach an deiner Stelle ausprobieren. Nein, Nicky, probier es nicht aus. Ich ziehe gerade auf 4 mit dem Crossbow, also. Das ist eine schlechte Idee, Nicky. Das ist eine sehr schlechte. Au! Ja, wir haben. Bradley war ja. Tja. 10 Minuten Bann. Kannst du mal einmal für mich aufs Wasser gucken, Pia? Ja, Moment. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich gucke aufs Wasser. Okay, okay. Dumm, das zu fragen, wenn ich gerade mal 3 Sekunden selber nicht am Wasser stehe. Ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt so findest, bin ich schwer beeindruckt. Ich habe jetzt so einen Pfeil in meiner Brust stecken. Niki. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, komisch. Dankeschön, Blob, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wow, wie mein Stream einfach schreibt, PvP an, der arme Karnes. Was der arme Karnes? Was ist mit der armen Pia? Ich bin die, die gerade angeschossen wurde. Bin hier so richtig am Popo der Welt gespawnt. Das da hinten, die Pia Base. Komm ich denn da jetzt wieder runter? Da, 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 da. Da, da.
Da, da. Ich hab dich gefunden hier. Oh, geil. Und ich kann da dieses Honigding abbauen. Honig einer riesigen Biene. Geil. Das ist gut. Angst, dass ich gleich sterbe, weil du irgendeine Biene triggerst und die unsere Base legt. Also wenn das passiert, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ja, der blöde Triceratops ist getriggert. Hey, wie heißt das? Ein Triceratops ist nicht mal aggressiv, Jay. Ich weiß nicht, wie der das. Vielleicht weiß ich nicht. Hat der eine Symbiose? Hast du den Honig gegessen? Nein, habe ich nicht. Bist du dir sicher? Ja. Wo ist das Dino-Ei hin? Vielleicht ist möglicherweise unter Umständen der Schwanz vom Triceratops zwischen der Axt und dem Bienenwabe gewesen. Könnte passieren. War vielleicht auch so. Ich glaube, ich bin heute schon 40 Mal gestorben. Ich will nicht mehr. Das könnte vielleicht passieren. Vielleicht. So ein gemeines Spiel. Was bist du? Ein Dilophosaurus, na klar, direkt neben uns bauen. Yay. Macht doch nix. Der ist böse, der spuckt. Wir planen gerade einen sehr viel ausführlicheren Streamplan, als ihr euch bis jetzt vorstellen könnt. Und da wird's auch dann vermerkt im Streamplan. Ja, okay. Yes, yes. Auf jeden Fall. Damit die Leute es auch dodgen können, die da keinen Bock drauf haben. Weil es da ja, glaube ich, doch einige geben wird, die sagen, boah. Nein, danke. Brauche ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. So eine Kacke. Survival geht immer. Ich bin ehrlich übel überrascht, wie viele Leute hier sind. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sich so viele Leute bei mir arg anschauen werden. Ich bin sehr überrascht. Ich find's übel geil, aber ich bin auch sehr überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute hier sitzen und sich dabei zuschauen, wie ich eine Holzbase baue. Ich würde mir bei dir sogar Pong anschauen. Was ist Pong? Ja, wirklich. Was ist Pong? Okay, ich komme nicht in die Konsole. John, mal nach. Holla. Die Arc-Server machen wieder Probleme beim gefunden werden. Join mir mal über die Freundesliste nach. So haben wir es alle gemacht. Als Gamer sollte man wissen, was Pong ist. Pong war das erste Computerspiel überhaupt. Ah, dieses Ding. Ja, doch. Anders. Doch, doch. Wieso doch, doch. Steht da ein so ein Schrank einfach ganz alleine in einem... Weil ich nicht bei Pia Sachen irgendwo hinstellen wollte, dass sie dann Ruhe bauen kann. Ich glaube, so, weil er Angst vor meiner Reaktion hatte, wenn er da irgendwo was... Ist das mein Eingang oder sind das nur Foundations? Bitte? Das sind nur Foundations, oder? Ja, ich baue gerade 2 Stockwerke. Also so, weil das halt auf so einem schiefen Dingsbums ist. Deswegen haben wir so einen vorderen Bereich und dann kommt da so eine Treppe rein und einen hinteren Bereich. Und dann haben wir vorne so Crafting Stations und hinten so Spawnpunkte. Mhm. Ich bin gar nicht jetzt schon am Ausrasten für unsere provisorische Base. Nee, ich wüsste gar nicht, also ich weiß gar nicht, was Ausrasten ist, was das Bauen angeht. Also ich würde wirklich vorschlagen, dass wenn wir dann final bauen, dass wir uns wirklich vielleicht das wie so ein Dorf anlegen. Damit alle Leute, die bauen wollen, zum Bauen kommen, weil ich einfach Schiss habe, dass ich da so viel Tempo anlege, dass Leute einfach gar nicht zum selber Bauen kommen, wenn ich erstmal anfange. Und ich will niemandem die Bauexperience nehmen. Ich finde die Gegend da ja eh super. Die ist riesengroß, das Feld. Wir spielen auf Yordur. Wie viel Gewicht hast du schon, Niki? Nur 200. Alter.
Ich hatte J-freie Zone in meinen zwei Türmen. Warum hattest du J-freie Zone in deinen zwei Türmen? Was hat er gemacht, der arme Mann? Ich bin bei Gewicht aber auch schon noch 260. Alter Verwalter, ey. Das ist eine offizielle Map, yes. Konnte man nicht irgendwie die Art... Ja, genau, das kann man zu so Stufen ändern. Kannst du uns noch ein, zwei so Schränke da herstellen bei Pia, dann können wir ihr zumindest mal Holz und all ein ganzes reindonnern. Mich macht dieser Andrew so nervös. Der eine davon? Ja. Wir brauchen vor allem Stufe 74, um den reiten zu können. Das wird noch ein bisschen brauchen, bis wir Andrews haben. Naja, wir müssen sie ja nicht reiten können, um sie für uns kämpfen zu lassen. Das ist wahr. Sagte er und starb an dem Andrew. Das war alles genau so geplant. Ah, bestimmt. Aber nur versucht herauszufinden, den kann man ohne Sattel reiten. Chat hat gesagt, den kann man ohne Sattel reiten. Wie, den Andrew kann man ohne Sattel reiten? Ja, dann ist das wahrscheinlich wie mit den Wölfen. Und der Sattel ist dann wahrscheinlich übel krass. Der macht dann wahrscheinlich irgendwas mega krasses. Wahrscheinlich. Das heißt, wir bräuchten Bitte? Bräuchten gar nicht das hohe Level, um sie reiten zu können? Nein, wenn man keinen Sattel braucht, dann kann man sich einfach so draufsetzen. Chat, wir haben eine Aufgabe. Denke daran, dass du bald ein anderes Spiel spielen gehst. Nice. Morgen habe ich einen Andrew spätestens. Niki? Wie lange bist du heute noch wach? Das ist mir egal, ob jemand... Ich habe dir gesagt, ich habe Semesterferien noch. Die Antwort ist ja. Hallo, Andrew. Nein! 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 Was? Ich sehe euch. Ich habe euch gefunden. Wieso? Ich bin sicher. Naja, so lange, bis die Foundations kaputt sind. Nein, er ist runtergefallen. Du Kacknuss. Warte. Ich. Boah, der kommt da hoch. Oh mein Gott, der kommt da hoch. Er macht die Bergziege. Ich ziehe ihn gleich hoch, wenn ich Pech habe. Sturm. Der kommt. Ab 667 Toten bekomme ich einen gratis Andrew, danke. Ein Andrew zum Mitnehmen. Jetzt sitzt da so ein fucking Andrew da unten am Wasser. Ja. Warum sind hier zwei Andrews? Ich glaube, das wird sehr viel Spaß in den Monats-Highlights machen. Dich kenne ich. Hallo, bleib stehen. Kommen Sie hinzu. Der wurde von Andrew. Dankeschön, hallo. Hallo. Hey, ihr seht ja alle voll normal aus. Wo ist Hans, wenn man ihn mal braucht? Ich habe gelbe Haare. Ich habe erst kurz überlegt, ob ich einen Kanisterkörper mache, aber das sah so dumm aus, so wollte ich nicht aussehen, wenn andere mich sehen können. Das ist dann die Assoziation, die man für immer mit dir hat, einfach. Das meinst du? Ich glaube noch immer, dass Bea so ausschaut, wie ihr letzter Abkarte. Vielen lieben Dank und Hallöchen. An alle, willkommen im Stream. Wenn du noch Platz haben möchtest, ne? Also es ist ein ganz gemütlicher, wir spielen nur mit Freunden, Server. Das heißt, lass mich trinken. Da. Wenn du Lust hast und noch 1, 2, 3, 4, 5, 10 Freunde hast, mit denen du mit dazu spielen kommen möchtest, schreib mir gern. Wir haben Platz, wir spielen auf Yordor. Sowohl mit uns im Tribe möglich, als auch für dich mit deinen Leuten, wenn du Bock hast. Ne? Wir haben ein eigenes Discord dafür und so Mods drauf. Und danke für den Welt nochmal. Vielen lieben Dank. Und hallo, Markel. So, welches Level war Flakrüstung?
wie zähmt man so ein Aggro-Tier? Passiv, ob es Aggro ist oder nicht, sagt nichts darüber aus, wie du es zähmst. Im Zweifelfall bist du aggressiver als das Tier, dann zähmst du es mit Aggressivität. Also, einfach betäuben. Man wirft Pokebälle, bis es bleibt. Wir müssen auch eine von diesen nervigen Schildkröten holen, ne? Coppelius hat drum gebeten. Aber ich habe halt gar keinen Bock auf diese Schildkröten. Ich finde die so hässlich. Welche Donald Schildkröten? Donald Trump-Schildkröten. Wie hast du es gerade genannt? Sieht aus, also meinst du diese Riesenschildkröte? Ja, nein, ich meine die am Strand laufen. Ach so. Ach, die normalen. Ja. Carbonemis heißt. Wie hast du die andere genannt? Die Donald Trump-Schildkröte. Ich weiß genau, wo das herkommt. Ja. Ja. Ah ja, gut, wenn du PvP interessiert bist, dann wird das wahrscheinlich eher nicht so dein Server werden. Wobei es auch hier wahrscheinlich genug Leute gibt, die sich mit dir kloppen würden. Mit wem hast du jetzt gelöst? Mit Autofill. Der hatte auch schon geguckt und war so. Oh, arg. Willkommen im Clan. Dort ist die Base, hier ist ihr Bett und das da ist Andrew. Der wird gern gestreichelt. Probier's doch gleich mal aus. Ich bin dafür, dass wir Beatrice so willkommen heißen, wenn sie nahe einloggt. Kannst du da noch zwei so Schränke daneben hinstellen? Ja, ich habe nämlich nicht die. Ach, beautiful. Ist es okay, wenn wir einfach mit dem, wie heißt es, mit dem Omni-Tool Sachen in die Dings aufteilen und das nicht nach Schränken aufgeteilt ist? Und du ziehst dir das einfach zusammen, was du brauchst? Oder seid ihr so, ihr wollt alles in eigene Schränke aufgeteilt? Also haben? Schränke ist mir egal. Später bei den Vaults. Das ist angenehmer, wenn man. Ja, die Tresore, ja, klar, aber jetzt am Anfang. Ich weiß noch immer nicht, mit wem du redest. Ja, mit euch. Allen. Ha, da kommt ein Andrew. Da kommt ein Andrew. Mit wem soll ich sonst reden? Ach so, ich bin selber ein Ordnungsfetischist, aber mir ist jetzt erstmal egal, wie. Wir können es zusammenziehen. Einfach alles rein in die Dings, du ziehst da raus und baust da die erste Base. Ja, das können wir machen. Ich habe noch gar nicht rausgezogen, ich wusste noch gar nicht, dass ich ziehen darf. Dankeschön, Arctic, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ist das erstmal groß genug? Sicher. Schön, oder? Also so für den ersten. Ist ja jetzt nur mal, damit man quasi spawnen kann. Gott, ich habe mich mega erschrocken, weil das Feuer gerade neben mir anging. I'm sorry. Voll gut. Laufe schneller. Oh Gott, jetzt habe ich es fertig gebaut und kann gar nicht mehr laufen. Mit welchem Tool ist das nochmal mit dem Oh Gott, nicht runterwerfen. Stopp. Das Ziehen kannst du oben, da brauchst du gar kein Tool damit. Das hast du oben direkt über Ah, das ist dieses, das sind diese Inventardinger. Jawohl. Voll vergessen. Hallo Pronto. Pronto, Pronto. Das ist kein Pronto. Das ist kein Pronto. Ja, das ist ein Spinosaurier. Ein wer? Ein Spielosaurier, der will mit dir spielen. Ein Bus. Das ist ein Bus. Nervt. Ja, der kann man auf Klassenfahrt gehen. Kann man auf Klassenfahrt gehen. Hallo. Wieso schubst mich der? Der will spielen. Ich hab Joghurt mit. Der will spielen. Hallo. Nein, bitte nicht. Das ist ja zuckersüß. Ein Spiel.
Spilosaurus. Ja, der heißt nicht wirklich Spilosaurier, aber jeder weiß, was du meinst. Ein Diplodocus, was? Wenn du den Bus nennst oder Spilosaurier, weiß jeder, was du meinst. Ach, Bus sagt nur was. Und der will jetzt auch unbedingt mit uns? Der will jetzt spielen. Wer bist du, dass du ihm das untersagst? Also versagst? Nein, ich bin gar nichts. Aber könnte ihn jemand von euch mitnehmen? Bitte. Ich zähm ihn gerade. Niki hat ihn gerade. Ach, du zähmst ihn. Na gut. Du zähmst ihn. Ja, er streichelt ihn wahrscheinlich. Und das ist Passiv-Tame, der Dude, ne? Ja. Glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich werde aber gleich in dem Andrew drin sein, wenn das so weitergeht. Das ist ja unglaublich. Vor allem, ich werde gleich in einem Andrew sein. Ach, schön. Dankeschön, Maximilian, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich habe den übrigens kennengelernt, weil ich mal durch die Welt gelaufen bin. Ich den das erste Mal gesehen habe, mir auch gedacht habe, ach, was ist das für ein kleiner, süßer Bronto? Dann hat er mich geschubst und ich bin eine Klippe runtergefallen und gestorben. Ja, vor ein paar Jahren ist man ja auch noch einfach über die ganze Map gebackt des Todes. True. Das ist sehr wahr. Deine Pecher sind das hat er dich wirklich einmal über die ganze Map katapultiert. Oh, schön. Ist da gerade irgendwo ein Blitz eingeschlagen? Gutes Wetter. Stein, Leder und Holz brauchen wir. Seid ihr eigentlich so weit genug weg, Pia? Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Dankeschön. Ich finde die Bugs bei Ark nicht mehr so schlimm, weil das jetzt ein paar Mal gerade auch im Chat steht. Also ja, das Game ist immer noch buggy, aber das letzte Mal, als ich das gespielt habe, vor über einem Jahr, fand ich es, also es hat seinen eigenen Charme, finde ich, mit den Bugs. Nennen wir es so. Es hat viele Bugs, aber es hat, finde ich, wenige Game-Breaking-Bugs, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Wo ist denn diese Doppeltür? Wie hieß denn das nochmal? Ist das einfach nur... Die gibt's doch da. Plus Reinforced Door oder so? Nee, es gibt auch diese Doppeltür. Ah, Reinforced, aber das ist... Ich würde da jetzt keine Reinforced Door bauen, oder? Weil da müssen wir ja nicht rein mit den Dinos. Oder soll ich da direkt ein großes Tor bauen? Die Reinforced ist, glaube ich, nur die nächstbessere von Ressourcen her. Also, ach so, ja, das kann ich nicht. Zu Stein. Kann ich eh noch nicht. Aua. Ich glaube, ich stehe jetzt so perfekt, dass er mich angreift, aber nicht trifft. Beautiful. Aber irgendwie dauert das länger, als ich dachte. Ich bin bei 4% und ich bin einmal gefüttert und er ist seitdem noch nicht wieder hungrig geworden. Mir ist kalt. Okay, ich dachte, irgendjemand reagiert darauf und sagt mir auch, aber bin ich die Einzige, der kalt ist? Ich hab die Schneeflocke. Ich hab einen Eiszapfen, aber ich hab auch noch nichts an. Also ein Eiswürfel. Das handelt sich nicht um einen Zapfen. Ein Zäpfchen. Warum kann ich das jetzt nicht kopieren? Weil irgendwelche Einstellungen komisch sind und man nur die normalen Sachen die S-Plus aufheben kann. Ich noch nicht rausgefunden habe, warum. Hast du es auch schon mit der Gun probiert? Ja. Und mit der Gun geht's auch nicht? Nope. Okay. Dann muss ich nachher nochmal gucken. Aber eigentlich habe ich das alles richtig eingestellt. Ich glaube, das ist eine S-Plus-Einstellung. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich wusste gar nicht, theoretisch. S-Plus kann auch ganz viele Sachen einstellen. Wolltet ihr eigentlich noch die Base mit den Betten? Wie meinst du, wollten wir eine Base mit Betten? Naja,
Nein, die, wo die Betten sind. Wolltet ihr die noch länger haben oder ist das okay, wenn dein Dilophosaurus die gerade abreißt? Kannst du was überhaupt dagegen tun, dass er sie abreißt? Er ist ein 140er, also eher nicht. Dann. Aber es ist nur ein Dilo. Ja, aber ich zieh ihn ja schon weg. Also ich jag was anderes und zieh ihn dabei weg. Aber eigentlich ist die Frage, bauen wir das jetzt einfach aus Holz, aus Prinzip, oder soll ich das direkt aus Stein bauen? Ich kann schon die Steinsachen bauen, aber es ist halt viel Stein. Ja, deswegen, ja. Es geht ja weniger darum, ob man sie schon bauen kann oder nicht. Es geht ja eher darum, wollen wir das überhaupt so craften in der Menge? Wie lange bleiben wir hier? Ich würde es aus Holz bauen erstmal. Mhm. Okay. Ich muss Holz holen gehen. Neues Holz. Schlüssel, geht's dir gut? Ja, total. Versucht nicht aus der Ecke heraus Fleisch ins Feuer zu legen. Oder legt es rein, aber zündet es von der anderen Seite an. Willst du jetzt endlich sterben, du Obi? Wann wird er wieder hungrig? Sorry. Dieses Spiel hat so ein schönes Audio-Interface. Dankeschön, Niki, Tiger, für die 21 Monate. Und jetzt viel Spaß. Ich kann dir aber meine zuwerfen. Ja, nee, wenn du sie gerade selber brauchst. Nein, ich stehe gerade unter einem Diplo. Ich sterbe gerade fast. Also Moment noch. Ich hole sie mir gleich bei dir ab. Warte, wie lange ist... Die sollte da lang genug liegen. Das Problem ist so ein bisschen, dass diese netten Andrews, die wir haben, Schaden an Holzfoundations machen, ne? Ja, aber das... Das ist ja nicht so schlimm. Alle Dinos? Weiß ich gar nicht. Aber die Andrews sind gerade so, wie soll ich sagen, Nachbarschaft. Also Schluse, meine Pickaxe, die spawnt in einer Minute. Okay, ich glaube. Merci. Nein, Andrew. Nein, nicht Andrew. Wie heißt du? Dilo. Diplo. Ah, Dilo. Was ist jetzt da? Sehe ich wieder richtig? Ja. Herstellung Forge. Wieso kann ich... Das ist halt nicht... Leute? Da ist schon wieder so ein Andrew mitten in der Base. Ich hasse ihn ja so viel. Wer jietet sich runter? Und er macht die Base kaputt. Und er macht die Base kaputt. Und ich laufe weg, um ihn wegzulocken. Und ich werde sterben. Au. Au. Okay. Vielleicht sollten wir aus Stein bauen. Ich danke schön, weiter, Fox, für die 4 Monate. Und jetzt viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Auf nicht zu Andrew. Komm wieder zu mir. Diplo. Wobei, der kann den Andrew killen, oder? Mm-mm. Tu's nicht, Andrew. Und der Bus macht keinen Schaden. Der schubst nur, okay. Naja, der schubst literally nur. Aber ich, also, hallo Schluse. Ich zieh den mal weg, den Andrew. Hallo. Jetzt bin ich hier schon wieder tot. Hallo, Andrew. Komm mal. Ja, genau, komm her zu mir. Juhu. Alter. Alter, ja, der rennt dann eine Sauna. Der ist hinterher gejietet. Tja. Dankeschön. Also bei dem Metall ist noch ein Monate. Andrew. Dankeschön. Doch, der kriegt mich. Ah, die haben gut. Recht gut Ausdauer, die Dinger. Andrew ist woanders. Hallo Dumbo. Entschuldigung, ich muss hier einmal durch. Hallo, Entschuldigung. Wie lang brauchen die Betten zum Respawn? 5 Minuten, glaube ich. Okay. Chat, wir machen eine 5-Minuten-Pause.
Hier ist deine Spitzhacke wieder. Ich habe jetzt meine eigene. Dafür wollte ich die haben. Alles gut. Ja. Ich glaube... Bleib stehen. Okay, jetzt... Wir haben gleich einen Bus. Was sammeln wir? Was brauchen wir? Ich bin halt echt im Überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, wenn wir es aus Stein bauen. Ich habe einfach, also, wenn wir das so wie jetzt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass uns die Base da auseinanderfällt, wenn jemand aus Versehen Andrew reinzieht, ist halt hoch. Und wir haben echt viele Andrews hier. Andererseits, also eigentlich müssten wir nicht mal die ganze Base aus Stein bauen, aber vielleicht sollten wir die Foundations und die unteren Foundations aus Stein bauen, damit uns nicht alles zerfällt, was wir reinstellen. Oder traut ihr unserem Team das zu, dass es nicht mit den Andrews in die Base rennt? Ich spiele mit dir. Steinzaun also. Drum ist nicht mehr. Also vielleicht wäre es einfach sinnvoll, irgendwie eine Steinmauer, um was immer wir bauen, zu bauen. Oder einfach eine Steinbahn, einen Garten, einen Vorgarten. Du bist so klug, Schluse. Baust du uns einen Vorgarten? Darf ich da mal rein? Dankeschön. Aber der muss ja aus Stein sein, ne? Mache ich den dann mit diesen Fence Foundations und stell dann. Ich weiß halt nicht, ob der Stein kaputt macht. Holz kann er auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass der Stein kaputt bekommt, oder? Also Stein bekommt ja literally. Boah, wie drehe ich Gebäude nochmal, wenn ich die baue? Also. Mausrad? Ruppig? Nee, es geht darum, dass der in die falsche Richtung schaut, der Pfeil. Ach so. Jetzt. Und hallo Holla. Hi. Hallo Holla. Hi Holla. Hi. Stein dürfte der eigentlich nicht durchbekommen. Mein Chat schlägt vor, dass wir einfach Schilder aufstellen, wo Andrews verboten stehen. Wird sicher funktionieren. Agent Tabis, es sind keine Regale, hat auch nicht funktioniert, also. Und die Schilder standen auch überall. Und da gab es zumindest jemanden, der es hätte lesen können. Das ist schön. Da ist ein Andrew. Hier sind überall, um die komplette Base ist überall ein Andrew. Ja, aber das ist ein Mikroraptor, der mich chased, der von dem Andrew gechased wird. Wo habe ich denn da die Mautgeschwindigkeit? Da ist auch ein Andrew. Ihr habt euch den Andrew Sarkoichsten Spawn ausgesucht, den man hätte haben können. Ich habe gefragt. Es war Jays Schuld. Es war Jays Schuld. Wieso? Du hast den Spawn ausgesucht. Ja. Falls wir nochmal umsiedeln wollen, sobald wir fliegen können, wüsste ich einen schönen Ort. Wo keine Andrews wohnen. Da kommt nichts rein, wenn du einmal aufgeräumt hast. Und es ist keine Höhle. Oh oh. Warum haben wir keine Betten mehr? Da kann ich jetzt nicht. Sag mal den Andrew. Kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ist Andrew das gefährliche Biest da unten im Wasser? Nee, das ist Andrew ist das. Nein, komm der, einfach in die Base, also zu uns. Der mag gern gestreichelt werden. Bei dem ist alles gut. Du wirst ihn kennenlernen und du wirst dich freuen. Hans kommt in den Chat. Hi, ich sehe schon, ihr habt einen guten Spawn ausgesucht. Oh ja, Hans. Ich kann auch gar keinen Stein bauen. Muss noch ein bisschen sammeln gehen. Ach, hallo Holla. Du hast ja. Ja? Zwei große Argumente, dass du da hier mitspielst heute. So, wie nehme ich den Tribe in Weimar an? Für den Sub. Oh mein Gott. Das ist alles lange her, ne? Dankeschön. E-Halten auf der Person, die dich eingeladen hat. Hallo, das bin ich. Ich bin die Person, die dich eingeladen hat. Wir haben halt gar kein Holz mehr. Wo ist denn das Holz? Oh ja, Holla hat echt gute Argumente. Ha! Ich sterbe also, gerade. Nicht sterben. Oh, weil es kalt ist. Ja. Ja, dann zum Feuer. Ein guter Spawn. Das ist überall so. Das ist, glaube ich, nordisch.
Also, Neu gequemt. Das ist ein Feature, so dass dir im Schnitt 4 Zehen fehlen, bis wir einen Heizkörper haben. Okay. Nice. Die müssen ausfallen, alles gut. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, Niki. Was denn? Ich bin gestorben. Warum ist der jetzt in unserer Base? Ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Das war ein Mikroraptor, der von einem Andrew gechased wurde. Kann ich noch einladen? Der mich dann gechased hat. Das ist der Spili oder? Ja, das ist der Spilosaurus. Der wohnt jetzt hier. Kann dem jemand mal eine Beere in den Mund drücken? Ich habe keine Beeren im Inventar. Ich habe welche im Inventar. Ah, doch, hier. Machst du das? Mach ich das? Machst du das? Mach du das? Ist der Andrew weg? Dann mach ich das. Mach ich das? Nein. Du musst dich auf Null ziehen für Passi. Der ist ja wirklich in der Base. Ja! So, jetzt habe ich die auf Null und jetzt? Jetzt wirst du eh, während du an ihm dran stehst. Warte, bis er hungrig ist. 6,4%. Wie 6,4%? Ja, ich hab ihn, Entschuldigung. Stimmung ist bei 6,4%. Achso, ich hatte ihm gerade eine Beere reingedrückt. Nein, ja. Aber der war auf 50%. Nein! Bevor was ist der das? Ja, ich glaube, der darf dich nicht schubsen. Also, ja, nicht ich glaube, der wurde geschissen. Sondern... Eat? Bist du gerade weggeflogen? Ja, ich bin über die Klippe geflogen und ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich gesehen habe. Ich will einfach nur diese Base bauen. Pia ist jetzt auf der anderen Seite der Map. Ich dachte, das hätten sie abgeschafft. Nein. Super, das ist toll. Ach, cool! Bei unserer alten Base, da wo unser Bett ist, steht ein Andrew. Ist es hinter mir? Nein! Nein! Ach, super. Ich stehe hier am Feuer, ist gemütlich, ne? Könnte jemand von euch vielleicht meine Sachen retten ist gehen? Gemütlich. Weil da ist eine Metallaxt drin und... Also ich habe mal in unsere neue Base jetzt ein Bett einfach mal eingestellt, damit man hier respawnen könnte. Das ist eine großartige Sache. Hättest du es mir eine Sekunde früher gesagt? Ja, aber da hatte ich es noch nicht gemacht und ich bin gerade am Sterben, weil ich erfriere, weil meine Rüstung kaputt ist. Sehr schön. Kommt zu uns ans Feuer. Dankeschön, Brot. Oder aus. Craftet ich euch eine Fackel mit ganz viel Fackel Spaß und Lagerfeuer. Dankeschön. Geht. Ich glaube, die Fackel tut da nichts zu. Ich glaube, es ist das Lagerfeuer. Ja, potenziell auch 2 Lagerfeuer. Gibt es hier... Ich bin wieder geschubst. Also es gibt ja Rock Drakes. Gibt es dann die anderen Aberration-Viecher auch? Also... Ich rede so von den kleinen Ziegen und den Federlights. Oh ja. Dankeschön, Monkey, für die 23 Monate und ganz viel Spaß. Also, ich wurde geschoppt. Ich bin mir... Doch, gibt's. Also es gibt so einen Spawn dafür, der war neulich komplett leer. Wollen wir dem nicht Narkobären reindrücken, damit er mal schläft? Bitte macht kurz mein Stream. Soll er gerade neben dir? Oder nein, nein, das bist du. Das ist meine Leiche. Das ist vom weggejietet. Ich wurde auch gerade runtergeschubst. Ich werde sterben. Oh Gott, wo ist es hin? Uff. Ach, ich hab's in der Hand. Ich hab mich selbst in meiner Hand. Oh Gott, ey. Kriegt man irgendeinen Nachteil davon, wenn man sich selbst isst? Nee, oder? Gekocht oder roh? Gekocht. Ich mag es euch kaum verraten, aber wir haben schon Jay gegessen. Der lag so praktisch neben dem Feuer. Ich muss war schon durch, ne? War durch. Er ist immer noch da, Niki.
Du hast... Du was hast Niki, er hat mich schon... Also erstmal alles in Bewegungsgeschwindigkeit gehen, weil dann bist du schneller als die anderen, wirst du nicht gefressen, ne? So war das, richtig? So war das. Das ist, ich war nicht mal in Range für den. Ein klein bisschen Ausdauer, damit du auch noch, damit du deine Schnelligkeit auch ein bisschen ja, auf ja, Zeit ja, ich, lassen. Ich erinnere mich. Ja, ich habe gerade leider nur zwei Leben. Das heißt, wenn mich irgendwas schief anguckt, werde ich sterben. Kann mir jemand ein Bett stellen? Ich kann mal gucken, ob wir noch Leder hier haben, aber ich sterbe leider auch, wenn ich mich vom Lagerfeuer bewege. Da ist Leder. Ich werde das so, ich werde das... Warte, kann ich das Bett aufheben, ohne durch die Gegend gejäumt zu werden? Nein. Nein! Was ist das für eine Frage? Of course geht das nicht. Ihr baut eh alles als Essen. Dankeschön, Monkey. Oh, es fehlt doch. 70 Monate. Und dankeschön, Goldlocker, für die 74 Monate. Können wir den Diplo einfach zerlegen? Also, ich würde sehr gerne bauen auf SS plus J. Aber ich kann at this point nicht mehr in unserer Basis stehen, ohne dass ich sterbe. Das sind Peanuts, über die du gerade redest. Das ist haben wir schon so ein Bett, wo ich starten kann? Nein. Falls nicht noch irgendwer 22 Leder in der Tasche hat. Oh, ich glaube, ich habe Leder. Moment. Das wäre super, damit ich nicht noch ein drittes Mal zu unserer Base laufen muss. Nee. Nee, doch nicht. Sorry. Okay, dann guck ich mal, ob ich... Laufe ich noch ein drittes Mal zu unserer Base. Was ist das da? Ach, das ist Pico, wow. Wenn du mich abbaust, da sind meine Sachen drin. Nimm sie mit. Ja, ja. Krieg ich da jetzt Leder? Okay. Ich glaube, ich hau gerade mit der Axt auf deinen Po, aber ich bin mir nicht sicher. Das sieht weird aus. Aber was greift die Spino denn an? Oh, wow, da ist Holler. Deswegen spiele ich arg immer rückwärts. Erst Wyvern breeden, dann Base bauen. Nein. Nein. Aber wir bräuchten echt Betten. Das wäre so ein Projekt. Ich wollte halt gleich, also gerade oben Betten hinstellen gehen. Das Problem ist halt, du kannst nichts bauen, weil du halt instant runtergejietet wirst, sobald du halt hier bist. Ich arbeite daran. Wo ist denn mein... Hat jemand meine Axt und... Hä? Ja, ich hab das alles. Warum das hast alles. Du meine Axt geklaut, aber nicht meine Kleidung? Ich hab alles eingesteckt von dir. Ich hab gerade meine Kleidung gefunden oder Schlusers geklaut. Ich weiß nicht, ich hab auf jeden Fall jetzt... Moment. Schlusser, lagst du hier auch unten einfach im Dreck? Ach, kann sein. Also ich bin am Anfang, bevor ich bei euch war, ein paar Mal gestorben. So. Da hatte ich auch immer mal zwischendurch was im Gepäck. Ich leg ins ganz linke Stuff dein Stuff rein. Ja, ich brauche nur die Axt und die Spitzhacke, das ist wichtig. Weil Axt, die sind drin. Die Schlüsse. Da liegt jetzt Fleisch unten am Strand und Leder. Ganz. Haben wir eine Smithy irgendwo? Nein, wir haben aber einen Spilosaurus. Er ist auf 40%. Wenn jetzt nicht wieder ein Andrew kommt und ihn reinbeißt. Ich schwöre dir, wenn der Dude mich nochmal umbringt, beiß ich in ihn rein. Ich glaube, du hast aber Aggro gerade, Pia. Ja, aber nee, nein, nein! Nein! Ja, weil er im Feuer steht, der brät sich gerade selbst. Ja, das ist doch gut. Alter, der ist doch einfach nur... Ja, der stirbt dir jetzt weg, ne? Das ist... Alter. Ja, außer ich bin schneller. Nein, hör auf, mich wegzujeten! Das ist nicht dein scheiß Ernst! Ich bin auch ganz gestern geflogen. Tschüss. Nee, wir können ihn auch töten, wenn ihr das wollt. Weißt du, wie lang brauchen wir zum Töten von dem Vieh? Nicht so lang, wie wir jetzt brauchen, um irgendwas zu tun. Solange er da ist. Ich habe Zähmung 6,4% bei dem Johnny. Ja, weil er im Feuer gerade ist. Okay. Aber ich weiß nicht, fängt er dann an zu hauen? Ist echt cool. Ich weiß halt nicht, wofür du den haben möchtest.
er ist einfacher zu zähmen als ein Bronto, weil man nicht weil man ihn nicht betäuben muss und einfach. Wenn wir einen Bronto zähmen, sterbe ich nicht dreimal. Ich bin auch. Soll ich auf ihn schießen und wegziehen? Und wieder weggejietet. Ich habe einen Pfeil. Also, ich möchte eine Abstimmung machen, ob Nikis neuer Freund bleiben darf. Nein. Wie viel Leben hat denn der Johnny? Ich hab keinen. Also, wir töten ihn jetzt, haben wir gesagt. Ja, ich töte ihn. Das er kriegt ja schon Schaden gerade. Aber damit haben wir auf jeden Fall genug Leder für Betten. Und Fleisch. Und Fleisch. Ja, wo sehe ich denn auf der Map, wo ich bin? Haben wir keine Map-Marker? Nein. Nee, wir haben auch keinen leuchtenden Rucksack, kann das sein? God. Wir haben auch keinen leuchtenden Rucksack. Das ist, wieso? Aber morgen haben wir das, ja? Weil Pia meinte, sie würde gerne ein bisschen mehr reinbringen in das Spiel. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin! Ich stehe unter einem Bronto. Oh cool, ich hab keine Pfeile mehr. Okay, irgendwas mit gelben Augen greift mich an. Das hat sich gleich also wieder erledigt. Ach, oh nein, hast du jetzt. Oh Gott. Aber du bist doch bei uns drin, du kannst doch jetzt gleich bei uns im Hausi spawnen. Nee, ich darf nicht mehr. Hab Warum? Schon zu oft gespawnt. Ja, aber wir kriegen ja gleich neue. Ja, wo rennst du hin mit dem? Ich renn gar nicht, er rennt. Ach so, ja, klar, okay. Und wenn ich Pech habe, ist da gleich ein Andrew. Was machen wir? Töten wir ihn? Ja. Wir wollen ihn essen. Kann ich mich selber töten? Ja. Aber es gibt immer eine Lösung, Holla. Wie kann ich mich selber töten? Du könntest zum Beispiel unter Wasser gehen und dich ertränken. Es ist dunkel, ich wurde von einem Dino mit gelben Augen angegriffen und er lässt mich gerade mit einem HP am Leben. Du wirst gleich erfrieren, dann ist alles gut. Ich hab einen Sauber. Ich erfriere auch nicht. Dann würde ich einfach mal rauslaufen und schreien. Das funktioniert auch nicht. So, jetzt haben wir Leder. Ja. Und Fleisch. Ich stelle uns da mal Räucherkammern hin. Wir wollen ihn essen und aus seiner Haut neue Betten bauen. Peter like it. Ja, das ist halt. Man darf da nicht so. Warum Holz und Fasern? Voreingenommen sein. Haben wir einen Schrank, Holz und Fasern? Wie war das vorhin mit der Kettensäge und dem Babypinguin? Hey, das gehört sich so. Also, man muss einfach in diesem Spiel darauf gefasst sein, dass man viele Tiere tötet, auf sehr grausame Art und Weise. Aber sie rächen sich auch und du stirbst öfter an ihnen als sie an dir. Holla die Waldfee, 3 wurde getötet. You see? Das ist, was ich meine. Mhm. Hey, ich war gar nicht so weit weg. So. Ich gehe Holz holen, in der Hoffnung, dass ich es überlebe. Wollen wir also von den Betten quasi die Betten in den hinteren Bereich packen? Dass wir quasi hier vorne so in dem unteren Bereich quasi alles mit Building und Crafting haben und in dem oberen Stockwerk so Betten und Lager und sowas, weil man da ja nicht so oft hin muss. Oder macht das keinen Sinn? Wir können es auch andersrum, also mir ist eigentlich egal, also es ist nur... Ich habe keine Meinung dazu. Ich habe keine Meinung, jawohl. Baue es so, wie du willst, Pia. Ich baue es so, wie ich will, jawohl, hi. Ach, dafür brauchen wir Zündpulver und Öl, dass wir die räuchern. Ja, das geht aber schnell. Zündpulver sind Steine und Flint, also Steine und Öl kriegst du von diesen... Öl kriegst du von diesen kleinen Kriechviechern, die auf dem Strand rumlaufen. Diesen flachen.
Mhm. Relobite. Yes. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich... Okay. Ja, es sind halt zwei so Räucherkammern jetzt da. Wo macht man denn S-Plus-Einstellungen? Der S-Plus in die Datei, oh, die Jesus. Irgendwo auf dem Server liegt. Oh, Jesus. Damit wir die Sachen wieder aufheben können, ne? Ich dachte halt, das würde standardmäßig gehen, wenn ich einstelle, dass man Sachen wieder aufheben kann. Du hast so einen Timer. Also es geht für ein paar Sekunden, glaube ich, immer. Ja, ja, aber und ich habe... Und dann nach 30 oder so nicht mehr. Das hatten wir damals auch so. Das war super nervig. Ich hatte... Ja. Also die normalen Dinger kann man ja jetzt bei uns standardmäßig aufheben. Nur die S-Plus-Dinger nicht. Das ist so ein bisschen ätzend. Ich habe Kleidung! Ich hatte irgendeinen Workaround gefunden. Jetzt habe ich den Tarzan-Strike. Lass mich einmal kurz nachschauen. Ich finde die Allocation optisch auch übel schön. Also nur Optik alleine macht halt nicht glücklich. Ah, es gibt die Structure Pickup Time After Placement. Wenn du die auf 0 setzt, dann kannst du es, glaube ich, auch immer aufheben. Oh ja, das ist so praktisch. Wo macht man das? In der Config quasi. Ja, da, wo du auch das Always Allow Pickup Structures angehakt hast, glaube ich. Dafür muss ich halt Server auch neu starten, ne? Ja. Sind wir damit glücklich, wenn ich das über Nacht neu starte? Ja, ja. Das sehen wir halt mehr und bauen weniger. Wenn es ist ja jetzt eh erstmal nur Holz. Ist ja nur eine Zwischenbase, ne? Ja. Ist ja nur eine zweistöckige Zwischenbase. Mhm. Es ist geschehen. Ich hab noch keine Keule. Es ist so schön. Ich stell da noch eine Smithy und so eine S-Plus Crafting Station hin. Wir haben eine Base. Warum? Ja, warum steht ihr es da unten? Also. Weil wir nicht wissen, was du da vorhast. Hier ist eine Base. Ja, aber das da draußen ist doch so eine schöne Working Station. Also willst du keine Base? Du willst einfach hier draußen in der schönen Working. Okay. Du willst da drinnen so eine riesen, super schöne Sache. Und in welche Ecke stellen wir die Betten? Und wollen wir im Ostflügel vielleicht einen Speisesaal? Ich habe mich nicht traut, da was reinstellen. Ich meine. Sag mir, wo ich die Smithy hinstellen darf. Wir haben einfach eine Base und die bauen es woanders hin. Ja, ich habe halt gedacht, hier unten machen wir den Working-Bereich und oben so Lager und Betten. Also bau hin. Da ist die, ja. Stell ich da jetzt hin? Dafür ist es ja da. Entschuldigung. Ja, so, wirklich. Ja, wirklich. Steht schon. Reim mich nicht an. Doch. So willst du das da hinstellen, wirklich? Alter! Toxic! Können wir die Dinge jetzt ehrlich aufheben? Achso, über die Nacht. Über das Nagobern und Hacke? Nee, verdorbenes. Okay, das kannst du dann das Spoiling-Bienen machen. Ja, ja. Ja, oder ich teile mir einfach alle meine Stacks, die ich im Inventar mit Zeug habe, auf eins. Aus Hacke Peter wird Kacke später. Wow. Nicht? Doch, alles gut. Jetzt können wir endlich so geilen Stuff da bauen. Gut. Geil. An unserer alten Base immer noch ein Andrew. Hallöchen, Tanzbär. Alten Base in Anführungszeichen. Freut mich, dass es für euch lustig ist. Ja, ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, easy. Was heißt hier in Ausrufe, in Gänsefüßchen? Ich meine, es ist die alte Base. Es ist wirklich die alte Base. Wir haben eine neue. Auch wenn Jay sich weigert, sie zu benutzen. Es geht mehr um das Base. Also es war auch nicht mehr als eine Foundation mit Betten. Mehr als das, was wir jetzt haben, weil jetzt haben wir eine Foundation ohne Betten. Nein, ein Bett ist mindestens drin. Super.
Fall so eine Armbrust machen. So, wann kommt Bonas auf Level 9, ne? Ja. Wann kommt Beatrice, ist die andere Frage. Ich weiß nicht, ich spiele Total War. What? Hatten wir nicht gesagt, wir spielen heute Ark und jetzt spielt sie Total... Ich drehe ihr das Internet ab. Wieso? Ich laufe literally seit 2 Wochen durch die Gegend und bin so, ja geil, dann spielen wir Ark, dann starten wir Montag und sie ist so, ja voll und jetzt spielt sie Total War. Immer zu Total War gespielt, ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Okay. Ich bin nicht enttäuscht. Oh boy. Nee, ich glaube, B ist nicht mehr online. Wo darf ich einen Storageboxen hinstellen, wenn wir gerade beim Thema sind? Er sieht doch zu den anderen. Vielleicht wirklich hier so in der Reihe, ne? Weil dann kann man von unten auch noch drauf zugreifen. Oh cool, nur 200 Holz braucht man dafür. Na gut, ich gehe schon. Was kann man die alles aufteilen, Taste? Ah, das war praktisch. Was ist eine alles aufteilen Taste? Geht halt alles. Na, dann kannst du den Stack in ganz viele Einzelstacks teilen. Oh, ich habe mir gerade Fleisch ins Inventar. Also rechtsklick auf das Fleisch zum Beispiel und dann alles aufteilen. Cool. Ich habe mir jetzt gerade ganz viel Fleisch ins Inventar gezogen, damit wir Spoiled kriegen, damit wir Narcotics machen können. Du kannst doch einfach eine Spoiling Bin bauen. Das ist ja eine Spoiling Bin. Naja, da spoilst du den ganzen Stuff rein. Da legst du Fleisch rein und innerhalb von 10, ja, bitte. 10 Sekunden hast du einen Stack verdorrenes Fleisch. Ja, oder ich teile es auf und habe jetzt sofort 50 verdorrenes Fleisch. Easy. Ja, genau. In meinem Inventar. Ohne irgendwas Spoiling, blablub. Nee, Kalle hat keinen Bock auf Ark. Das ist mein quasi Kalle-Spiel-WoW-Gegenprojekt. Der mag keine Dinos. Ja, was heißt mögen? Er findet sie overrated. Und findet sie scheiße. Also ja, er mag keine Dinos. Ja, 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 wollte gerade sagen. So, hä, was? Was? Er ist schon ganz gut, aber auch nicht perfekt. Ich habe halt so mega geile Gummibärchen. Aber ich müsste aufstehen, um sie zu holen. F. So. Ja, beim. Ich wollte heute eigentlich noch einkaufen gehen, weil ich gefühlt nichts zu essen habe. Aber mein Wut neigt sich immer mehr zu, ich bestelle mir gleich Essen. Ich muss gleich zum Sport. Aber eigentlich würde ich jetzt viel lieber. Wie hießen die Flugdingsies? Die ersten? Pteranodon, genau. Petris. Einmal zählen gehen. Ja, verstehe ich. Gott. Aber ich muss zum Sport. Ich kann doch heute Nacht noch Petris zählen. So Drecksvögel, ey. Wie kann ich denn das Einrasten am Boden abdrehen? Das ging doch auch irgendwie. Warum willst du das Einrasten am Boden einstellen? Ah, wenn du das so machst, dann kommen wir aber von unten nicht mehr dran. Hier, warum ist da so ein Drecksvogel? Ja, ja, passt, dann machen wir es einfach so. Ja, genau, wenn du es so machst, dann machen wir so eine Linie und dann muss ich hier die Decke eins höher setzen. Und der eine da hinten, der ist halt jetzt. Den können wir ja dann wieder wegnehmen, wenn wir das groben. Er will nur spielen. Versuch ihn mal zu streicheln. Ich hab ihn jetzt im Kleinen. Spielen wir jetzt eigentlich wieder mit 2 Glas Plus? Ja. Weil das war ja, meinst du ja das letzte Mal zu OP? Ist ja auch zu OP. Okay. Aber wir spielen trotzdem damit. Okay, cool. Ja, weil Jace haben wollte. Ja, ich muss nicht haben, ich find's mir einfach cool. Also. Kann irgendjemand diesen Drecksvogel töten? Jay war gerade dabei. Ja, ich brauch nur mehr Pfeile.
Aber ich, also ich glaube, ich werde auch meine Bauwut dann irgendwann, wenn wir set sind, freien Lauf lassen und irgendwo was Geiles bauen. Das klingt gut. Meine zwei Türme. Fabian. Ich muss bei die zwei Türme halt immer an Herr der Ringe denken. Ich hab mit Bea zusammen die zwei Türme dann am Schluss gebaut. Und Bea hat den zweiten Turm hochgezogen, exakt nach dem ersten Turmplan. Ich habe mir das aufgemalt, so das und dann kommt das und so baust du das. Und wir haben beide fast geweint, weil es insane viel zu viel Arbeit ist. Wie kommen wir an den Schreck in der Ecke dran? Der Turm hat schon geil ausgeschaut. Also das war schon echt mega. Wann kriegt man eigentlich die EP für Sachen zu machen? Jetzt zum Beispiel bei einer Codex. Meinst du, wann kriegt man die werden aufgeteilt, wenn du in der Nähe bist. Okay. Im Moment, wo sich das Ding baut, kriegst du die EP dafür. Shit, ich hab kein Wasser. Das wollte ich wissen. Also das ist, wenn du so 10 so Dinger in der Base stehen hast und du baust, dann... Das wird übel nervig. Warum kann ich hier nicht trinken bei dem... Mit wem hat man... Wäre ein Trike am Anfang am besten? Ja, ne? Ist halt übel viel Arbeit, einen Trike zu holen. Oh, da vorne ist noch so ein Steinbiest, das ist auch cool. Ich hätte halt gern irgendwas zum Bären sammeln fast. Also, der Bronto war da ganz praktisch. Alter. Damals, Alter. Aber. Wir hätten den Diplodocus fast gern. Nee. Er war auch zweimal auf über 50%. Also wäre da kein Andrew gekommen, hätten wir den gehabt. Ich muss halt sagen, ich bin halt so, ich mag diese Pflanzenfresser gar nicht, die man zum Farmen. Sie sind halt super praktisch zum Bärenfarmen und du brauchst halt Narko. Warum Blumenbeet hinsetzen? Also mögen tue ich es ja auch nicht, aber sie sind halt wertvoll. Ich bin auch ein Pflanzenbeet. Du musst nicht mögen. Du musst ja nicht streicheln. Also ich bin voll für Pronto. Machen wir eine Alternativ-Base, Niki. Ohne Bronto. Ja, der Bronto kann von mir aus auch sonst irgendwo stehen, aber der ist halt praktisch für Bären zu fahren. Ja. Es gibt Marings, die sind praktisch für alles. Die können auch Bären farmen, habe ich neulich gelernt. Ein wer? Maring. Maring? Okay. Sind das diese, sind, warte, was? Also mir ist generell egal. Ist das dieses Alternativviech zum T-Rex, was vorhin im Chat drin stand? Nein. Andere Map. Aus Genesis sind die. Gibt's hier Otter? Sonst wäre ich schwer enttäuscht. Ja. Weil wir bauen, uns ist ja allen kalt, wir brauchen Otter. Ich will kein Otter. Das ist ein valider Punkt. Ich will nur Otter. Ich will kein Otter. Also ich will jetzt sofort Otter für Otter zähmen, ich will jetzt sofort Petris zähmen und Trike. So, das ist, ich muss zum Sport. Da lassen sich ein paar von den Aussagen nicht so gut miteinander verbinden. Ja. Womit fängst du an? Otter oder Petris? Zum Sport. Ah ja, da war ja noch was, ne? Jetzt geht das schon wieder mit den Ottern los. Ja, das war letztens auch so, ne? Also das war... Was? Warum? Wie? Was soll der Otter-Hate? Es ist kein Hate. Okay. Es ist nur eine... Also... Es ist aufgefallen. Otter sind objektiv die besten... Ja. Tiere in Ark. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja, doch. Nein. Definitiv. Es sind Otter. Come on. Nein. 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 Also kannst du noch viel öfter Nein sagen. Das macht nicht, dass du mehr Recht hast, ne? Sie haben... Sie halten dich warm. Slot. Genau, sie halten dich warm und sie haben Slot für Helme. Also was willst du mehr? Okay, ein Otter mit wie heißt dieser Hut? Mit dieser Abraham Lincoln Hut ist schon cool. Aber... Ein Terenzino ist noch cooler. Nein, Terenzino. Terenzino also, das sind ist über ja Crap. Das ist ja
Also das ist eine Beleidigung für den Otter. Also Terenzinos sind übel praktisch, aber das sind solche Mistviecher, die mich haben schon, ich glaube, es gibt kein Tier in Ark, das mich öfter getötet hat als Terenzinos. Was ist jetzt? Ich bin in Ohnmacht gefallen beim Abholzen von Metall. Vermutlich, warum? Weil du gesagt hast, dass Terenzinos die besten Kreaturen sind. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich fall in Ohnmacht. Ich glaube, am meisten getötet haben mich diese Flugdinger, die dich vom Mount holen können. Yo, oh Gott. Mini-Raptoren-Drecksbieße. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Also die gibt's hier auch. Aha. Mikroraptoren, oder? Toll. Vicky, kannst du mal kommen? Mit denen macht das Spiel immer viel Spaß. Hier, oben. Oh, komm ich da? Kannst du mir mal bitte eine Metallaxe craften? Ich hab das Level noch nicht. Merci. Schön. Und der Otter ist das einzige Tier, das mehrere Artefakte tragen kann. Ist das so? Otter sind einfach großartig. Ja. Ich mache wieder Otter zu. Oh yeah. Also es freut mich ja auch einfach, dass ihr so viel Begeisterung in dieses Spiel mitbringt. Damit bin ich schon glücklich. Über die Kleinigkeiten kann man dann ja streiten. Ich werde eine Terenzino-Farm machen und ich nenne jeden einzelnen Quentin. Scheiße, ich habe das irgendwo hingebaut und ich weiß nicht wo. Wo ist es? Nein, es ist darüber. Verdammte Kacke. Oh. Quentin ist auch auf jeden Fall ein sehr schöner Name. Sag ich dir. Kann mich. Wie komme ich denn hier aufs Dach? Ich müsste einmal. Ich komme nicht aufs Dach. Ich komme da nicht hin. Das ist jetzt ärgerlich. Ich sehe halt auch, also es snappt halt auch nicht da, wo ich es haben möchte. Es ist toll. Es ist richtig toll. Ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß das Bauen macht. Ist nice, ne? Ist richtig nice. Macht super viel Spaß. Hast du mal ohne S Plus gebaut? Ja. Ich spiele das Spiel auch schon ein bisschen länger. Nice, ich nicht. Aber ich habe es trotzdem mal probiert. Es war schrecklich. So, welches Level brauche ich für Petri 38, oder? Warum? Warum will es nicht da hinsetzen? Warum setzt es sich literally everywhere hin, aber nicht dahin? Was ist dein Problem? Ego-Perspektive war das, was ich gebraucht habe. Dankeschön, Chat, für die Idee. Warte mal, wie war das? Ich werfe den Bola auf den Petri und dann fütter ich ihn einfach mit Nacko aus. Nee. Nein, dann klatscht ihn um mit Pfeilen. Ach stimmt, ja. Also, ja. Also wenn du eine gute Armbrust hast, dann kannst du auch YOLO-Modo und einfach zwei Pfeile in seinen Kopf hauen im Flug. Aber Bola ist definitiv einfacher. Ich erinnere mich. Vage. Brauchst du Level 38 für uns? Ja, das sind noch 6 Level. Ja, das ist ja, also... Ich habe jetzt mal 600 Metallerz reinknallt. Das heißt, das sollte jetzt da mal ein bisschen Eisen geben. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Aber nur einfach damit... Ich mache das obere jetzt auch doppelstockwerkig, weil diese scheiß Dinger, die wir da haben, sonst durch die Decke gucken. Ja, Schränke sind 2 hoch. Ja. Danke. Für den Hinweis. Das ist mir auch aufgefallen. Es ist toll. Ist toll. Spaß geht hier richtig durch die Decke mit dir. Es ist wundervoll.
Ich finde es auch toll, dass du mir diesen Hinweis so früh gegeben hast. Also so, dass ich das richtig gut mit einplanen konnte, während ich gebaut habe. Bin davon ausgegangen, dass du ein Arc-Profi bist, Pia. Wieso glaubst du das? Habe ich irgendwas gesagt oder gemacht, was dir das Gefühl gibt, dass ich eine Ahnung habe, was ich tue? Du sagst oft, dass du Ahnung hast von dem, was du tust. Nein, ja, aber nicht, wenn es um Spiele geht. Ja, stimmt. Hallihallo. Wenn es um unwichtigere Dinge geht, wie Politik. Nicht arg. Ist die Range von diesem, wie heißt das, Teil? Von dem Omni-Tool? Weit. Das ist schon ziemlich, gell? Aber so Level-wise wäre es jetzt am smartesten, sich nicht auszuloggen und einfach da stehen zu bleiben, während ich weg bin, ne? Ja, wenn hier was craftet und alle drumherum noch sammeln, auf jeden Fall. Wenn gleich ein Andy um die Ecke kommt oder ein Spinosaurus. Ich baue mich hier einfach ein. Yeet. Yeet. Irgendwo jemand schon Obsidiansteine gesehen? Ich glaube am Strand, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Strand. Also, ich möchte an dieser Stelle einmal feierlich erzählen, dass wir eine Dachterrasse bekommen und das fast geplant war. Nice. Aber war es nicht. Dürfen wir dann darauf die Schmelzöfen und so stellen? Auf die Dachterrasse. Natürlich. Warum auf die Dachterrasse? Ja, sie muss halt draußen sein, weil cool und zweitens ist es schon im Feuer. Dann willst du immer auf die Drachterrasse laufen, wenn du irgendwas in die Furnace machen willst? Das machst du doch alles mit dem Omni-Tool. Ich dachte ja, halt. Ja, nee, ich mach nicht alles mit dem Omni-Tool. Ich dachte halt, Dachterrasse ist vielleicht praktisch, wenn wir dann fliegen, dass wir einfach auch auf der Base landen können, da ja. Nachts, statt dann irgendwie zu sterben, weil in der Nachbarschaft was sitzt, was dich nicht mag. Ach so. Na okay. Wäre jetzt die Idee. Er will einfach nur auf das gemeine Volk runterschauen. Ja, das ist es. Ich fühle mich ertappt. Kniet vor mir, Volk. Haben wir was gekochtes zu essen? Ich bin auf Verhungern. Es gibt kein automatisches Rennen, ne? Ich muss mir ein Makro davon machen. Wo? Lagerfeuer hinter dem Ding da, wo das Loch, wo du vorhin reingeguckt hast. Als Nacht war. Nice. Steuerung ist nicht automatisch laufen. Nicht Ewigkeiten, Markei, aber nur ein bisschen. Aber ich verhungere, wenn ich hier stehen bleibe und nicht zu Hause bin. Ja. Kann man andere Spieler eigentlich füttern? Forcefeeden, ja. Wenn man sie ausgelockt hat? Man kann. Aber ausgelockt kriege ich ja keine EP. Wenn sie ausgenockt ist, dann geht das. Ausgenockt. Ja. Dann kannst du auf ihr Inventar zugreifen, wie bei einem Dino, den du tamest. Ha. Die rechte Shift-Taste ist übrigens der Toggle für Sprinten. Die rechte Shift-Taste? Ja. What? Das geht? Ja. Was? Wie? Rechte Shift? Was? Aber. Was geht mit der rechten Shift-Taste? Dann. Hast du standardmäßig auf Laufen statt auf Gehen gestellt. Aber, also es ist kein Autorun.
Also nicht so. Im Sinne von, ich drücke ja, ein. I see. Das da. Na, okay. Ich hätte halt super geilen Autorun. Gerade auch für längere Flüge dann. Ah, längere Flüge kannst beim Raustappen. Fliegst einfach gerade weiter. Ja, aber dann sieht der Stream ja nichts und ich auch nicht. Das ist nicht der Spielaufnahme. Ich habe zwei PCs. Nur, es geht. Es ist nicht, also nein. Ach so. Nein. Ich sag nur, es geht. Wie war nochmal die Taste, um einfach vom Inventar in den Schrank zu tun? T. Ah, nice. So, ich würde mich dann ins Campfire stellen und wäre erstmal weg für, weiß ich nicht, 2-3 Stunden. Falls ihr mich füttern wollt, tut es, falls nicht, ist auch okay. Wie kann man dich füttern, wenn du draus bist? Du musst sie bewusst schlagen. Man kann mich fesseln oder so, oder bewusst schlagen oder keine Ahnung. Wie viel Leben hast du? Warte. Ich habe 100. Ich habe noch nicht in Leben gespielt. Reicht das, um dich mit der Keule auszumachen? Ich glaube, ich nehme Keule. Hast du jetzt einen Petri eigentlich gezähmt? Nee, oder? Nee. Ich habe jetzt nur Narkotics hergestellt, die sind im Mörser. Was ist das Max-Level von Dinos? 165 habe ich schon gesehen, wissen wir schon. 150. Ich habe einen 165er, hat mich gekillt. Also Tech oder nicht Tech? Ja, ich bin ausgenockt. Tech ist höher. Richtig. Ja. So, aber im Moment geht es mir noch gut mit Essen. Du musst mich dann nur immer ausnocken, ja. Ja, aber du hast nicht mehr viel trinken. Oh ja. Oh, das ist aber schon schön, Pia. Oh, das ist happening. Ich hab dir verdammt viel Holz, Stroh und alles in die... Ich habe auch leider nichts zum Trinken zu holen. Warte, lernen wir mal den Waterskin. Okay. Ich bleib dann einfach mal hier liegen, ne? Dann bis später. Später. Aber das haut doch voll hin jetzt so, oder? Also so. Tschüss. Wohntechnisch. Das ist super. Was ist denn das Beste zum Leveln? Ich hab jetzt 300 Gewicht, 130 Ausdauer, ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, Resistenzen, oder? Ich würde ein bisschen auf Resistenzen gehen, damit du, also auf der Map, damit du nicht dauernd frierst. Gerade wenn du halt irgendwo stirbst und dann hinläufst, so. Ja, ich mach jetzt mal Resistenzen und auf so 20 zumindest. Weil du kannst ja immer wieder ums Becken. Ich brauch so eine Steindeckentür und weiß noch nicht genau, wie ich die mache. Eine Steindeckentür? Ja, so eine schiefe, also nicht, es kann auch eine Holzdeckentür sein, aber ich brauch so eine, bist du gerade hier? Eine schiefe, ja. Nee, Niki ist nicht hier. Hast du meinen Stream gerade? Ja. Ah, nein! Oh, ich bin fast runtergefallen. Ich bin... Für das hier brauchen wir hier noch eine Tür. Schwert und Sicherheit. Aber eine Falltür ist auch nur so ein kleines Loch. Man bräuchte was, wo man hier so richtig rausgehen kann. Gibt's das denn einmal eins? Weiß ich nicht. Ich meine, alternativ baue ich so einen Ausgang raus. Musst du es machen? Dankeschön, für den Sub. Vielen Dank. Ich habe Flugviecher, die ich hasse in meinem Leben. Und ich möchte eine Tür schließen können. Die Armbrust kann auch Pfeile abschießen, oder? Ja. Oder braucht die Bolzen? Nee, gibt keine Bolzen. Okay. Nämlich nur eine Sichel? Ich glaube, es gibt keine so schräge Tür, die normal groß ist. Es gibt halt diesen Hedge-Frame, was halt... riesig ist. Das ist größer, ja. Aber dann machen wir das anders. Ich habe schon eine Idee, wie wir das denn machen. Wir könnten uns eine Seilrutsche bauen. Einen Flying Fox einfach darüber. Ja. Das könnten wir actually wirklich machen. So, jetzt habe ich Wasser für Hodler geholt. Dass du dich auch wirklich um die kümmerst. Ich hätte die jetzt einfach verhungern lassen.
So, Pia. Nicht gefragt, wenn ich irgendwas brauche. Alles gut. Ja, also, wenn du wirklich weg musst oder so, aber ist ja ihre freie Entscheidung, ob sie jetzt hier ja, Sport oder Zocken präferiert. Und ich muss auch weg, weil... Ja, dich würde ich auch verhungern lassen. Du bist aber schon gemein. Ne? Ja, komm, also... Was soll das? Ich bin ja, also... Ich werde eure Babys großziehen, wenn ihr das wollt. Also im Sinne von Dinos. Dafür bleibe ich wach und da und das ist fein. Aber nicht euch. Hallo. Hallo. Hallo, Hans. Hi. Der Pfeil steckt in deinem scheiß Hals drin, Petranodon. Wie kann der nicht treffen? Ja. Kann ich das nicht zusammenpullen? Was ist denn jetzt? Wir haben nicht genug Holz. Bitte. Ich habe hier 4000 Holz gebracht oder 7 Millionen. Wie kann das zu wenig Holz sein? Also ich habe jetzt nur einmal Holz reingezogen. Ich weiß nicht, wo das restliche Holz sonst sein sollte. Hast du alles Holz gezogen? Nein. Ich ziehe immer nur das, was ich brauche. Okay. Ist gut. Hol ich halt wieder. Ich bin nicht frech. Ich setze nur meine Prioritäten dementsprechend. Nicht frech, ist gut. Ja, also ist ja nicht mein Problem, dass Holla gesund leben will. Warum soll sie mich damit strafen? Aber sie straft dich ja nicht. Naja, wenn ich mich da um sie kümmern muss, damit sie nicht verhungert, schon. Um euch zu finden, muss ich eigentlich immer nur im Wasser lang, oder? Ja. Die Frage ist, wo du spawnst. Ich war bei diesem Schiffswrack. Bei welchem? Es gibt einen. Drei. Ach. Da, wo der Mast zu den Strand hochlegt, wenn es das... Ah, okay. Warte, ist das rechte Schiff oder das linke Schiff? Oh, ich bin mir nicht sicher. Ah. So. Also es geht theoretisch gesehen, aber wie? An was muss es snappen, damit ich es zubekomme? Ich glaube an das Dach. Ja, aber das will es nicht. Es hasst mich. Oh, der war's doch gerade, oder? Nee, es ist halt, aber er sagt mir halt, dass es... Also er baut's nicht, er reißt's einfach... Also er hat's gebaut, aber ich... Also... Ich weiß nicht genau, warum... er es so nicht will, wie ich's gerne hätte. Liebes Spiel. Ja, so. Geht doch. Und dann... Welche Richtung war das jetzt? Das war links gedreht, glaube ich, ne? Und jetzt wollen wir es noch einmal in die andere Richtung haben. Jay, hattest du nicht irgendwo vorhin von einem Schaf die Rede gehabt? Ah, oh, das ist da hinten um die Ecke. Ich glaube, an dem werde ich gleich mal bedienen. Ist das ein Alpha-Raptor? Ah, nee, ist es nicht, okay. Das ist das Falsche, ne? Ja, ich brauch da. Das anders gespiegelte. Ich brauch das hier. Pia, schau mal raus. Im Vorgarten. Was steht da? Mhm. Ich genau. Habe keine Spyglass. Ja. Kannst du es mir einmal vorlesen? Nein, deswegen ist ein Spyglass wichtig. Da geht man hin und dann schaut man nach, wenn man es nicht hat. Ja gut, ich baue jetzt erstmal hier fertig und dann gucke ich mir an, was du gemacht hast, Jay, okay?
Sieht ganz schön aus. Ich weiß. Da hast du dich richtig bemüht. Mhm. Da würde ich dir eine gute Nudel dafür geben. Eine gute Nudel? Eine gute Nudel. Vielleicht eine, nein, warte mal. Ein guter Nudelstern. Nein. Ich gebe dir nicht meine gute Nudel. Alter, nein, bitte nicht. Seit wann gehen diese Wände so? S plus, deswegen gehen die so. Aber so klappt das. Guckt mal, jetzt haben wir da richtig so ein... Das ist doch jetzt solide. Ja, super schön. Hast du den Lustro gezähmt? Ich hab den Lustro gezähmt. Was ist ein Distro? Ein Lystrosaurus. Okay, was ist ein Lystrosaurus? Das ist so ein kleiner, Hund. Mabo, wo, Hund? Zeig mal. Der kann sogar Kunststückchen. Also eins zumindest. Wo bist du gerade? Ich versuche ihn gerade sicher nach Hause zu bringen, aber ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt. Ich kann das Haus schon sehen, aber das bedeutet leider gar nichts, denn es ist noch eine Schlucht zwischen uns. Irgendwas schreit mich an. Mit so einem Tarzan-Schrei? Den habe ich ja auch schon. Hier lang, kleiner Lystro. Aber das ist doch jetzt solide hier. Also ich weiß auch nicht, warum hier gejammert wird. Passt doch alles. Wir jammern doch gar nicht. Jetzt das Schild lesen. Bitte? Gehst du jetzt das Schild lesen? Ich hab das schon gelesen. Ah, und nicht kommentiert? Mhm. Ich hab's kommentiert. Mhm. Ich weiß nicht, was du willst. Ist doch kommentiert. Nee. Von mir nicht kommentiert. Andrews eigentlich bolern? Ich glaube nicht. Die sehen zu groß aus, um gebolert zu werden. Aber ich will es auch nicht ausprobieren. Also geht mir ähnlich. Deswegen frage ich die, ob das auf alle derselben Meinung kommen. Und ganz okay. Viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das ist sehr, sehr schade. Ach, da. Oh, ist der das ist der Hund. Ich weiß schon. Für den braucht man eine seltene Blume, oder? Nee, Major Berries haben gereicht. Also es kommt immer auf die Taming-Einstellung an auf dem Server. Oder, ich weiß nicht, manchmal war das verbuggt. Dann ging das mit Major Berries immer wieder runter, sobald der fressen wollte. Und dann ging das nur mit seltenen Blumen, weil davon brauchst du dann nur ein oder zwei. Kannst ja wandern lassen, der sammelt dir Beeren, oder? Nein. Irgendwas macht doch der. Dachte, das sind die Moshops, die das sammeln. Nein, den kannst du streicheln gleich. Und dann erhöht er so ein bisschen die XP, die alle bekommen beim Craften, wenn man da in der Nähe steht. Und selber diesen gelben Pfeil über sich hat. Muss nur noch einen Moment warten, der ist schon gestreichelt. Oh, ist der lieber. Das ist ein kleiner Pupsbär, der ist ja ursüß. Erinnert mich an meinen Wuschi. So. Aber dann haben wir ja jetzt etwas, wo man theoretisch gesehen Dinge reinbauen kann. Ne? Mhm. Und jetzt sie nicht mehr rausziehen muss. Ich habe so einen leichten Zwang, wenn ich an einem Lystro vorbeilaufe, den man streicheln kann, dann streichle ich ihn. Deswegen ist er jetzt leider wieder gestreichelt. Aber... Einfach richtig indoktriniert. Ja, ich stelle mich jetzt einfach hier oben hin, wo ich nicht bin, und dann kann man den bestimmt auch gleich streicheln. So. Okay, aber dann haben wir jetzt hier auch Betten zum Spawnen. Also erstmal ein paar, das sollte schon mal was tun. Hm?
Ich bin dann mal off. Jawohl. Großartig. Ich freue mich. Ich freue mich riesig, mit euch in der Ark zu spielen. Same. Hab viel Spaß beim Spielen. Dankeschön. Einen und schönen Abend. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder. Jawohl. Genau. Perfekt. Bus. Tschüss. Bye. Bye. So. Diese. Jetzt, wo wir die unangefochtene Mehrheit haben, ich plädiere dafür, dass wir unseren Tribe in CCGS umbenennen. Ich habe mir in der Sekunde gerade gedacht, eigentlich bin ich gerade hier mit CCGS unterwegs. How das ist ja jetzt happen? Mal nichts Schlechtes per se, würde ich sagen. Nee, das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich hätte sehr viel mehr Spaß an meinem ersten Projekt gehabt, wenn ich einfach nur mit euch gespielt hätte. Ich sag's ja nur. Ich hatte sehr viel Spaß an diesem ersten Projekt. Das kann ich verstehen. Tisch. Eins Tisch und dann möchte ich zwei. Man levelt ein bisschen langsam für meinen Geschmack, aber also ich kann es verstehen. Es tut mir leid. Ich habe halt das Gefühl, weil es halt sonst einfach, gerade weil wir jetzt auch ein paar Leute dabei haben, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dass dann halt sehr schnell geht sonst. Ja, es geht auch so schnell genug. Nicht für Schluse. Ja, weil ich halt auch ein Schisser bin, ne? Also Hans kann das sagen, der rennt halt jetzt gleich los und schmeißt sich in die Berge und kommt im Drachenall wieder und dann natürlich hast du dann 100.000 XP. True? Ich meine, es reicht immer, du musst halt ein bisschen was bauen, aber ja. So. Die Expedition zu euch ist auch schon sehr interessant, ja. Wo bist du denn gespawnt? Also erst bin ich in die bin ich halt quasi rechts am Wasser entlang, hab da festgestellt, ich bin rechts auf der Insel gespawnt, war da fast unten. Wurde dann, Dankeschön Jay für den Raid. Dankeschön und Hallöchen an alle und vielen Dank für den Resub. Ganz viel Spaß hier weiter. Mein zweiter und dritter Spawn, bei dem zweiten Spawn habe ich gesehen, wo ich gespawnt war, hab mich direkt umgebracht, bin in der selben Familie wieder gespawnt. Wow. Ich war ganz links oben auf der Insel. Ja, aber ganz links oben wäre kein Problem gewesen. Da habe ich ein Bett stehen. Hast du? Okay. Dankeschön, also Astarot. Also ich habe eine von 60-0. Dankeschön, wegen der Support. Ich habe bei 65-0 Bett. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Okay, Dankeschön, wenn ich dann auch nochmal. Oben auf dem Stein. Wo seid ihr eigentlich genau? Das würde ich auch gerne wissen. Hast du uns nicht gefunden, Niki? Ich? Ja, weil du gesagt hast, du würdest das auch gerne wissen. Also, ich weiß, wo ich gerade bin, aber ich weiß nicht, wo das auf der Map ist. Ach so. ich würde einfach mal hier, ne, Hans, guck gern einfach so auf meinen Stream. Das ist die Aussicht. Vielleicht findest du uns damit. Aber grundsätzlich, okay. Also wenn ich raten müsste von der Karte, und ich habe von der noch nicht so viel gesehen, von der Karte, würde ich vermuten, bei 65-10 kommt das hin? Okay. Ich würde fast sagen 20 eher, oder? Nee, weil du stehst gerade genau in dieser kleinen Einbuchtung, die das Wasser quasi macht. Und wir sind dieser kleine weiße Steingipfel, auf dem stehen wir drauf. Also zwischen 60 und 70 auf der linken Seite und unten quasi 10. Okay. Ich hätte gesagt 65, 10. Warte, haben wir nicht einfach Betten in der Base stehen und können nachschauen, wo wir sind? Ja, aber nur wenn du tot bist, oder? Du siehst das ja nur da. Nein, du kannst ja schnell reisen drücken. Ah. Wir sind tatsächlich bei 55-30 eher. Okay, da hätte ich mich tatsächlich auch verortet. Okay. Hä? Nicht da links? Echt nicht?
Oh, krass. Ich habe das echt komplett falsch eingeschätzt. Sehr gut. Im Stream habe ich die Karte gerade offen. Dann solltest du es sehen. Ja. Ja, okay. Jetzt musst du nur noch rausfinden, wo du bist. Ja, das ist interessant. Sehr schön. So. Aber was gibt es denn für Lichtlösungen? Ich glaube, ich sehe den lila Drop. Oh. Haben wir einen lila Drop? Wir haben Nordlichter. Was? Ja. Oh. Wir haben Nordlichter. Digga, was? Es ist mal lichtstockfinster in der Nacht. Das ist ja schön. Jetzt habe ich Skyrim-Flashbacks. Jetzt bin ich richtig froh, dass wir eine Dachterrasse haben. Aber wir brauchen echt ganz dringend ein Lagerfeuer drinnen. Wie geht's Holla eigentlich? Hast du Holla vergessen? Ja, ich habe so ein Parasaurus und Petri gezähmt, oder beziehungsweise bin noch beim Petri, aber. Ich habe keine Ahnung, was die Map noch für Biome hat, Macke, weil ich noch nichts gesehen habe davon. Ich kann euch das noch nicht beantworten, Chat. Oh, hier ist ein Trike. Sie lebt, ne? Irgendwer bekommt gerade Schaden. Ja, ich habe Polla gerade abgeschossen. Also drinnen haben wir jetzt, mit Stand jetzt, tatsächlich Feuer. Nice. Ergo, it is not so cold anymore. Und ja, wir haben auch eine Mod für Frisuren, weil im Chat gerade gefragt wird. Das ist das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Ja, deswegen. Ich habe vorhin nach Obsidian gesucht für eine Schere, aber ich habe leider keins gefunden. Ja. Das ist mir zu viel. Brauchst du noch ein paar Ceilings? Gerade nicht mehr. Okay. Was könnte man jetzt noch Sinnvolles hierher besorgen? Wir haben jetzt hier drinnen. Achso, wir könnten die ganzen. Kann man die aufheben? Man kann die Schmelzöfen nicht aufheben, ne? Das ist halt Pain. Ey, das wäre übel lustig, Knobi, wenn das gehen würde. Jetzt so eine schöne Rauchvergiftung fangen. Ja, geil. Geil, erstmal Rauchvergiftung gönnen. Mm. Nice Ruhe. Habe ich Schmelzofen schon gelernt? Ja. Achso. Kriege ich davon schon 3 so gebaut? Haben wir dafür genug Ressourcen? Nein, nicht ganz. Aber für 2. Das ist auch was. Wait, man erfriert am Feuer? Oh, ja. Ohne Rüstung, ja. Kurz AFK.
Also wir haben jetzt auch drinnen Smithies, theoretisch gesehen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich alles, was wir tun wollen, auch drinnen machen. Nice. Warum hat Jay jetzt diese Bins da draußen gebaut und wir können die nicht aufheben? Scheiße, ey. Das ist ja Pain. Also das ist ja richtig Pain, dass man das extra nochmal umstellen muss in der Inni. So, das, damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, das Plus ist irgendwie... Ich verstehe auch nicht ganz, warum das so ist. Vor allem ist ja irgendwie klar, dass man... Also wenn ich mir S Plus runterlade, ist ja klar, dass ich Dinge aufheben können möchte. Sonst würde ich mir S Plus nicht runterladen, so. Nee, das ist gerade das Problem, das wir da gerade haben, ist das S-Plus-Ding. Also wir haben quasi das Aufheben von den Sachen haben wir an, aber wir müssen das Aufheben von den S-Plus-Sachen in der Mod nochmal extra anmachen. Und ich dachte, das wäre halt damit gelöst, dass ich sage, Dinge wieder aufheben ist okay. Und S-Plus sagt nö. S-Plus ist eine Mod, die ein bisschen mehr bauen technisch an Entspannung mit der Fackel. Da friert man nicht. Weiß. Doch, ich muss es in der Game Ini umstellen vom Server. Und dafür muss ich den Server neu starten, damit er das übernimmt. Jay meinte vorhin, dass es mit der S-Plus-Gun nicht funktioniert hat. Oder wurden Nächte kürzer gemacht? Ist gleich lang. Damit wir ganz viel Spaß haben. Okay. Also so mit Nordlichtern ist das fein. Da sieht man wenigstens was. Wenn man eine Rüstung hätte. Ja, wie... Also, einfach gekochtes Fleisch die ganze Zeit reinbuttern, dann hält man sich gegen. Wie gut. Was ist Remote nochmal? In Bezug auf was? Auf der Gun. Gute Frage. Ja, du kannst das nicht aufheben. Ich kann es nur demolischen. Das ist Pain. Wieder da. WB. Die Maut ist, um Sachen ein- und auszuschalten. Also wir haben jetzt auf jeden Fall drinnen neue Räucherkammern. Ich krieg die alten halt leider nicht aufgehoben. Auch nicht mit der Gun. Wir haben viel Kühlschrankplatz. It is huge. Ich hab gerade auf Struktur gibt. Ich bin gerade auf Struktur, Shire. Ich bin jetzt gerade auf Struktur und ich kann es nicht aufheben. Ich kann es nur demolischen. Das funktioniert nicht. Nochmal, guckst du mal. Wenn ich jetzt da auf Pickup habe, passiert nichts. Ja, das ist in der Gang. Da steht Struktur. In der Gang. Es steht da. Auf der Gang. Lies es. Hör auf zu wegsieten, wenn du nicht liest. Es geht nicht. Ich kenne die Gang ja. Also, das ist einfach ab. Es ist ausgeschalten. In der Game Inn. Ja. S Plus ist manchmal komisch. Bitte? S Plus ist manchmal komisch. Ja. Ja, 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 ja.
Kann ich mich so bewegen? Nein, keine Chance. Ach du Scheiße. Ich gehe sehr schnell. Ah, ich muss den streicheln, ne? Kann ich den gerade streicheln? Wie streichelt man den? Achso, ich hab den gerade gestreichelt. Achso. Okay, dann steht's dran. Standardantwort von Schluse. Ah, ich hab den schon gestreichelt. Du willst meinen Dino streicheln? Vergiss es. Also ich glaube, also die erhöhen ja deine XP beim Craften und ich glaube, man kann das stacken. Also ich könnte noch 5 weitere streicheln, tamen und sie so hinstellen, dass ich nur an einen drankomme. Dann könnt ihr drüber klettern und die anderen streicheln. So groß mein Zwang auch ist, meine Vollheit siegt. Sehr schön. Also ganz besonders toll finde ich ja jetzt, dass ich jetzt mindestens 10-mal gesagt habe, dass ich das serverseitig umstellen muss. Weil es nicht funktioniert, ohne dass man serverseitig umstellt. Und der letzte Kommentar, den ich gerade gelesen habe, ist, das muss man serverseitig umstellen. Cool. Muss man das eigentlich serverseitig umstellen? Einfach. Ach, wirklich? Großartig. Dann weiß ich das jetzt. Ist das kalt hier draußen? Auf dem Server. Aber hier drin ist halt auch immer noch, also Eiszapfenzeichen, ne? Also trotz Lagerfeuer. Das ist schon echt krass, wie kalt das hier ist. Ich würde das einfach mal mit der Pickup-Gun versuchen. Würdest du? Ach, wirklich? Ja, warte, dann crafte ich mir schnell die Pickup-Gun. Ach so! Das ist mein Fehler. Wer legt da gerade Rüstung rein? Was legst du da rein? Ich hab Fiber rausholen wollen. Und hab dann die Rüstung rausgenommen. Die Rüstung reinpacken. Ah, da ist ein Schrank. Also mit 2 Feuerstellen ist uns drinnen nicht kalt. Möchte ich einmal feierlich erzählen. Ist großartig. Großartig. Schön zu hören. Gut. Ich bin echt die ganze Zeit auf dem Strand Feuerstellen bauen, mich kurz zu regenerieren. Bist du immer noch nicht nah? Ich musste ja die ganze Zeit die Nacht abwarten, weil ich nicht laufen kann. Sollen wir dich abholen? Ich bin so langsam, aber ich wenigstens ein bisschen Zeug. Diesmal könnte ich es schaffen. Mal schauen. Wenn ich nicht irgendwas begegne, was mich frisst, aber. Was so ein arg optimistisch ist. Ja, vor allem, weil ich weiß, dass hier am Strand irgendwo Raptoren sind. Mal schauen. Aber Raptoren wollen doch nur spielen. Ja. So nicht schneller als ein Raptor. Beinfehler. Nee, 200 Gewicht gegangen. Ja, das habe ich auch gemacht. Mit 2 Feuerstellen in einem Holzhaus hätte ich als ehemaliger Feuerwehrmann gewisse Sicherheitsbedenken. Ach, ist Raptor 115 oder 130? Ich glaube 130. Minimum 130. Ich bin gerade so froh, dass ich nicht aus Reflex auf diesen Pteranodon draufgeschlagen habe. Ja. Ich dachte, es gibt ja diese eine Map, wo so Wasserdinos am Land stranden. Also die so, ne, dieser Spawnpunkt, und wenn du die draufschlägst, dann kriegst du verdorbenes Fleisch und Öl. Ja. Und ich hatte das gerade gesehen und war so, seit wann landen so auch Pteranodons
Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke ihn mir erstmal an, bevor ich ihn abbaue. Ich habe ihn nicht abgebaut. 95% T-Prozess. Ich habe ihn nicht angefasst. Ich habe nur geguckt. Was hingelegt, Niki. Ich habe nur geguckt. Jetzt habe ich es wieder aufgesammelt. Warte, ich lege es dir wieder hin. Danke. Bitte. Leute, bitte hört auf, mir Tipps zu geben, wie ich das mit dem Strict Structure Pickup einstellen muss. Wirklich. Nein, es bringt mir überhaupt nichts, in meinen Steam-Apps auf meinem PC irgendwas umzustellen. Das ist ein gehosteter Server. Dem Spiel ist das scheißegal, was ich auf meinem Server auf meinem PC eingestellt habe. Das ist eine serverseitige Einstellung. Ich weiß das. Ich weiß auch, wo man das umstellen muss. Ich habe nicht drum gebeten oder gefragt. Ich mache es gerade nicht, weil ich den Server neu starten muss, wenn ich das mache. Gut. Dann sind wir jetzt durch mit dem Thema. Danke. Keine magische Beschwörungsreformel, bitte. Ja, der hat Stein geklaut. Muss man diese serverseitige Einstellung eigentlich auf dem Server serverseitig einstellen? Ja. Ja, das muss man. Was denn, Andrew? Ich habe mir den bei Nitrado geholt, den Server. Oh fuck. Jay hat davor davon geredet, dass es irgendwas gibt, was automatisch Dinge faulen lässt. Wisst ihr, was das nochmal war? Spoil irgendwas. Einfach Spoilern geben. Da kommt bei mir nichts. Ich habe darüber gerade was gelernt, deswegen. Ah, Mietspoiler. Hier auf Deutsch. Mietspoiler. Das sieht ultra widerlich aus. Naja, ist das gedacht, um Fleisch zu verfaulen? Ja, ich dachte nicht, dass sie es also so bildlich darstellen. Okay, wo bin ich? Stellt sich raus, sie stellen es sehr bildlich dar. Wir lassen jetzt übrigens in unserem Zuhause... Ja, ich hoffe... es sieht ein bisschen widerlich aus. Das wird schon. Vielleicht sollte ich den gezähmten Petrand oder nicht einfach die ganze Zeit am Strand stehen lassen. Ich habe das absichtlich schief hingestellt. Nicht schief? Ich habe gehört. Rausfinden, wo ich bin, muss ich den Schlafsack warten. Mal damit schnell reisen? Ich glaube. Weil Teil der Standardausrüstung immer einen Schlafsack dabei haben. Einfach im GPS ja. Oder halt das krasse Spyglass. Ja. Zu spät, Daniel. Ich hab mich von dir ärgern lassen. Ich hab es umgestellt.